Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten TKG-Stream. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Wir sind jetzt bei Spiel 8 von 16. Es kommt mir an, als würden wir das seit 5 Jahren spielen. Aber da verschlucke ich mich direkt. Aber nein. 8. Wir sind bei 8. Und ihr seht es vielleicht, was ist denn das hier für ein 4 zu 3 Format? Was ist denn das hier? Es ist ja gar nicht unscharf und komisch. Ja, tatsächlich, ich spiele heute ohne Emulator. Und das haben wir der guten Caro Let's Design aus dem Chat zu verdanken. Also mal Herzchen in den Chat, denn Caro hat mit ihren unfassbaren Programmiererfähigkeiten es irgendwie hinbekommen, dass ich das ohne Emulator spielen kann. Dass ich dann öffnet sich da so ein extra Fenster und irgendwie alles so, als wäre das ein richtiges, normales Spiel. Also, ja. Also, Caro hat ja schon mal öfter hier gute Tipps gegeben, aber jetzt hat sie es auch geschafft, dass sie es ohne Emulator spielen kann. Ihr wisst ja, was schon mal das Problem war, denn die Shortcuts von dem Emulator sind quasi dieselben, wie man in dem Spiel zum Finale springt, haben wir herausgefunden. Was schon mal Probleme bereitet hat. Und das letzte Spiel hatte Grafikfehler ohne Ende und noch so einige andere Fehler, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt heute ein Spiel erleben, was okay ist und nicht ständig so einen Drogentrip Grafikfehler auswirft. Ja, Tipps nehme ich natürlich trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt sage, okay, da spiele ich jetzt alleine auf gar keinen Fall. Nein, das müssen wir schön zusammenspielen. Es wird auch, denke ich mal, also die letzten Spiele waren ja alle ein bisschen länger, also immer so 4, 5 Stunden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das wieder in zwei Streams aufteilen. Also heute schon mal so 2, 3 Stunden machen und morgen Abend dann wieder. Die Atmosphäre ist richtig gut in dem Fall. Den Teil mag ich echt gerne. Okay, also es scheint ein guter Teil zu sein, TKG 8. Und schon eine kleine Vorwarnung. Es kann sein, dass während des Streams es kurz an der Tür klingelt und ich ein Paket für den nächsten Stream annehmen muss. Da bauen wir nämlich was Schönes zusammen. Kann aber auch sein, dass es erst nach dem Stream kommt und das eine komplett nutzlose Info war. Also falls irgendwann Rickel ausrastet, daran höre ich das ja immer. Ich habe ja meine wunderbaren Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Aber wenn Rickel ausrastet, dann weiß ich, okay, es hat geklingelt. Und dann muss ich mal schnell hin. So, okay, das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt nicht in dem Emulator bin, kann ich jetzt auch hier den Rest des Computers vernünftig steuern. Also falls der Chat irgendwie mal hängen bleibt, kann ich das auch besser machen als bei dem letzten Katastrophen-TKG-Teil, wo ich dann irgendwie immer hinterherhing. So. Gut. Nennen wir uns denn mal das geheimnisvolle Testament. Was ist denn so ein Testamentsname? Neues Mitglied. Testament. Testament. Irgendwas mit Tod. Komm, nehmen wir doch sofort. Testament. Oder Testee. So. So, Vorsicht, jetzt hört man schnell die Musik. Jetzt muss ich ganz schnell sein. Ihr könnt dann auch, also dadurch, dass ich jetzt die Audio-Optionen bedienen kann tatsächlich, könnt ihr mir gleich sofort sagen, ob das zu laut ist oder zu leise. Da habe ich jetzt hier noch Sachen, das anzupassen. So, Achtung, ich schalte um, sobald das Lied hier endet. An einem nebligen Herbsttag treffen Tim, Karl, Dieses? Klößchen und Gabi, kurz TKKG, auf ihren Mitschüler Malek Daus. Ohne Stopp. Hallo Malek, gibt es hier etwas umsonst? Ach nee, sieh an. Unsere Hobby-Schnüffler samt Höhle. Was macht ihr denn hier? Wir kommen ganz Okay. zufällig vorbei. Worauf warten die Leute? Lebt ihr hinterm Mond? Es stand doch in der Zeitung. So ein oller Kapitän ist gestorben und jeder kann die Knete bekommen. Cool. Wie denn? Wirft ein Notar Geldscheine in die Luft und man darf behalten, was man gefangen hat? Macht das dein Vater mit dem Taschengeld so, Fettbacke?
Okay, das heißt, da geht schon los. Du weißt es selber nicht. Ach, geh nach Hause und spiel da mit deinen Puppen. Da sind wir doch Puppen. Schon wieder. Da, geh nach Hause los. Und spiel mit deinen Puppen. Ach, du meine Güte. Meine Damen, meine Herren, Aufmerksamkeit bitte. Mein Name ist Bernadette Seidlitz und ich bin die Sekretärin des verstorbenen Kapitäns Lars Behring. Nach seinem Wunsch soll derjenige das Erbe erhalten, der es finden kann. Paula Tufich-Dieselmann und Egbert Fischer von Flitter und Fun. Frau Seidlitz, auf welche Höhe beläuft sich das Vermögen des Verstorbenen genau? Ich liebe diese Heikel, Flitter Hierzu und Fun. Hierzu ist mir nichts bekannt. Ich möchte Sie bitten, von weiteren Nachfragen vorerst Abstand zu nehmen. Ich verlese nun Kapitän Behrings Hinweise auf den Fundort in Versform. Melusine. Für 3 Münzen musst du finden, willst du meinen Weg ergründen. Eine hält die Faust des Affen, Alexander ohne Schmach. Eine folgt mit kurzem Straffen, wo mein Dankgebet ich sprach. Eine ruht im lichten Turme, bis du, Riese, sie befreist. Und ein Gast erscheint im Sturme, wo ein Teil der Mannschaft speist. Lausche wachsam seiner Klage, widersteh dem dunklen Ort. Nur als Schutz, so geht die Sage, führt er dich zum hellen Hort. So was soll mein Großonkel verzapft haben? So, habt ihr euch gemerkt? Und ich gehe so gut wie leer aus? Bewahren Sie doch Ruhe. Der Alte muss nicht ganz richtig im Kopf gewesen sein. Das sehe ich nicht so. Hinter diesem Rätsel steckt mehr als ein Spleen. Oh ja, lasst uns auf Schatzsuche gehen. Das ist eine Nummer zu groß für euch, ihr Weicheier. Von wegen, das ist eine super Herausforderung für TKKG. Verlass dich drauf. Wir sollten uns den Rätseltext schriftlich geben lassen. Dankeschön, Karl. Wir könnten diese vorlaute Reporterin in der Redaktion befragen. Das schafft er ja doch nicht, hört ihr? Dem Großneffen von Behring gehört ein Geschäft für Scherzartikel. Er kann uns mehr über den Kapitän erzählen. Vielleicht kannten ihn ein paar Leute vom Seehafen. Dann lasst uns Malek zeigen, was wir auf dem Kasten haben. Abgemacht? Abgemacht. 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 Während Malek Daus vor Wut schäumt, heißt es für TKKG längst: Neuer Fall, ahoi. Hui, das ist aber eine neblige Stadt. Ja gut, passt aber eigentlich perfekt zum Wetter heute, also zumindest vom Hamburger Wetter. Da sieht es exakt so aus, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich das. So. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal, haben wir uns das aufgeschrieben? Nein. Na gut. Ach, die Musik, ey. So, was haben wir denn? Ich forsche mal hier den Nebel. Aha, hier oben scheint der Hafen zu sein. So eine Art Tankstelle oder vielleicht dieser Laden mit den Scherzartikeln. Das ist. Nee, am Bahnhof ist nichts. Hier ist das Schiff. Ist das wieder bei Gabi? Ich sehe doch den Thron. Ich sehe doch Gabis Thron da schon wieder. Ja, ich glaube, es ist bei Gabi. Okay, es geht noch so von den Locations. Okay. Wieso ist das Schiff nicht am Wasser? Das sind Fragen, auf die wir hier keine Antwort haben. Das Schiff steht in der Nähe vom Bahnhof, ist doch klar. Vielleicht ist es auch Rauch, weil der Feuerteufel vom letzten Mal wieder am Werk war. Ja, ein Schiff am Bahnhof, man kennt's. So, wo gehen wir denn zuerst? Ich will gerne, also wenn man schon einen Laden nur für Scherzartikel hat, ich finde, das ist schon mal eine Ansage. Finde ich gut. Das hier könnte es sein vielleicht. Oh. Herr Behring, das geht ja durch und durch. Soll es auch. Schließlich ist das mein kleiner Horrorladen. Wir sind uns schon einmal begegnet, nicht wahr?
Das erste Mal habe ich sie vor Kapitän Berings Grundstück gesehen. Mein Name ist übrigens Tim. Haut wieder rein. Am Ende holen wir uns irgendwie die Liste mit allen Songs und dann wird hier abgedanced. So. Das sind meine Sonderangebote. Also die Scherzartikel sind eigentlich Halloween-Horror-Artikel? Ich kann ja noch nichts klicken, oder? Doch. Ja. Abgefahren. Aber wer stellt sich so etwas ins Wohnzimmer? Was halten Sie von der Schnitzeljagd nach den Münzen? Meinen Sie, als Lars Berings Verwandter anderen Schatzjägern was vorauszuhaben? Ach, das juckt mich alles nicht. Entweder bin ich sein rechtmäßiger Erbe oder eben nicht. Aber ich habe gesehen, wie aufgeregt du und deine Freunde wart. Wenn die Rätsel Sinn machen, dann findet ihr es am ehesten heraus. Toi, toi, toi. Ich weiß gar nicht, finde ich das so gut? TKKG macht ja eigentlich, löst ja eigentlich Fälle wie Kindesentführung, Brandstiftung. Und jetzt wollen sie einfach nur Geld. Aber gut, aber ich kann mir vorstellen, so wie ich TKKG kenne, falls sie das, sag ich mal, falls wir den Fall lösen, werden sie wahrscheinlich alles spenden. Oder es kommt noch irgendein Twist. Das kann natürlich auch sein. So. Ganz schön hässlich. Okay. Na bitte, auf das Branchentelefon du bist eben verlassen. So, standfest in allen Lebenslagen. Hol dir den super Sommerferienpass. Doch Spaß hier. Guckt euch den mal an. Der hat den Spaß seines Lebens. Ach so. Ach so. Hier Kantine Schleckermäulchen. Ja, da weiß ich ja schon, mit wem wir da hin müssen. Hückeberger Versicherung. Redaktion Flitter und Fun. Viertes OG. Den wollten wir doch, glaube ich, reden. Na also. Flitter und Fun, keine Antwort. Und ich sehe nirgends eine Klingel. Seltsam, es ist abgeschlossen. Das Blatt sagt mir noch immer nichts. Flitter und Fun, Turfig Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich höre doch jemanden. Wer telefoniert denn da? Die Promis das Finanzamt prellen. Hä? Shit. Was ist hier oben? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist offenbar nichts. Gucken jetzt einfach mal überall. Das hat mir gerade noch gefehlt. Tanjas Studio. Ich weiß, also, kurze Frage an den Chat. Wer von euch würde gerne in dieses Nagelstudio reingehen? Wer findet das vertrauenserweckend? Und auch bei den Geräuschen auch noch. Weiß ich nicht, ob ich, ob ich da reingehen würde. Es ist eher so, als würden einem da die Nägel abgesägt. Eieiei. Werkstatt, ja. Zwei. Der hat mir gerade noch gefehlt. Aber was ist denn mit den Pflanzen los in diesem Haus? Das ist Captain Igloo da schon mal hinten, aber hier kann man nichts machen. Comics. Was ist das für ein abgeranztes Gebäude? Das gibt's ja wohl nicht.
1. Hier bin ich verkehrt. Das Gebäude ist ja geil. Das ist so richtig gut. Ich glaube, wenn ich so eine Versicherung wäre, dann würde ich auch hier sowas aufstellen, oder? Hallo, herzlich willkommen an Krogi und seine Kroginators. Wenn ihr eine Fahrstuhltür sich öffnen würde und ihr würdet das hier sehen. Hin zu Huckeberger, Zimmer 112. Da würdet ihr doch sofort hin, oder? Das ist doch eine Versicherung, die Vertrauen weckt. Wir spielen hier TKKG. Wir haben gerade angefangen. Es geht darum, ein Rätsel um einen verlorenen Schatz zu lösen. Ja, aber wo war denn jetzt die Kantine? Also das Gebäude hat mich verwirrt. 1A verwirrt. Okay, dann gehen wir nochmal zum Schiff. Irgendwie unheimlich, wenn sich niemand sonst hier herumtreibt. Ach, war das das Haus? Hat der einfach ein Haus gehabt als Schiff? Das sieht ja auch aus wie so ein Grundstück hier, oder? Das ist natürlich auch mal eine Ansage. Die Seeteusee. Nee, ist Teufel, ne? Das sieht nur wie See aus. Okay, klopfen wir mal hier vorne. Guten Tag, Frau Seidlitz. Ich hoffe, ich störe nicht. Mein Name ist Tim Carsten. Oder Museum offenbar. Tim Carsten. Sie stören durchaus nicht, Herr Carsten. Es gehört zu meiner Aufgabe, die Besucher zu empfangen. Das trifft sich gut. Aha, okay. Ja, ich muss sagen, die Grafik ist schon diesmal deutlich besser als beim letzten Mal, muss ich sagen. Sind schon viele Leute da gewesen? Ist Kapitän Bering eines natürlichen Todes gestorben? Es ist natürlich ein bisschen leer. Also dafür, dass es hier offenbar einen kompletten Schatz zu holen gibt, haben wenig Leute Interesse. Man weiß natürlich auch nicht, wie viel er da jetzt vererbt. Vielleicht sagt er im Endeffekt 50 Euro, aber mal gucken. Ich fand ihn eines Morgens mit einem Lächeln auf den Lippen in seiner Koje. Es war traurig, aber nicht überraschend. Immerhin war er weit über 80 Jahre alt. Oder vererbt Schulden, das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, aber manchmal, wenn ein ferner Verwandter verstirbt und alle anderen bisher das Erbe abgelehnt haben und irgendwann kommt das zu euch an der Reihe und dann müsst ihr entscheiden, ob ihr das Erbe annehmen wollt beim Amt oder nicht. Und meistens sagt man dann, okay, wenn alle vor mir abgelehnt haben, dann werden es wohl Schulden sein, dann lehne ich auch mal besser ab. Und dann müsst ihr persönlich dahin und es nochmal sagen, nein, ich möchte keine Schulden ehren. Ah, der Rätseltext. Bedienen Sie sich nur, junger Mann. Ah, so jetzt endlich. So, das wird sehr hilfreich sein. So, wir lesen nochmal. Hör, 3 Münzen musst du finden, willst du meinen Weg ergründen. Eine hält die Faust des Affen, Alexander ohne Schmach. Eine folgt mit kurzem Straffen, wo mein Dankgebet ich sprach. Haben wir irgendwo eine Kapelle oder sowas? Gucken wir gleich mal. Eine ruht im lichten Turme, bis du Riese sie befreist und ein Gast erscheint im Sturme, wo ein Teil der Mannschaft speist. Okay, wir gucken uns gleich genau in diesem Schiff um. Die werden ja offenbar hier in dem Schiff sein, diese 3 Münzen. Lausche wachsam seiner Klage, widersteh dem dunklen Ort nur als Schutz, so geht die Sage, für er dich zum hellen Hort. Der helle Hort ist wahrscheinlich der Schatz, denke ich mal. Vertraulich, ne? Das dürfen wir nicht. Okay. So, das haben wir jetzt schon mal safe. Gucken wir mal, ob man hier noch irgendwas aufmachen kann. Also, wo er sein Dankgebet sprach oder ist damit auch das S. So, hier muss doch schon mal was. Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Raum eine wichtige Rolle spielt. Gut, danke Tim für den Tipp. Ist das nun Kunst oder Schnickschnack? Kunst oder kann das weg? Seltsam. Ist das ein Affe? Nee, das ist ein Mensch, ne? Ich habe da kurz einen Mensch. Ich habe kurz einen Affen gesehen. Ich sehe jetzt überall Affen. Affenfaust! Affenfaust? Wie hieß es doch im Rätsel? Eine hält die Faust des Affen.
Damit ist also ein Seemannsknoten gemeint. So, da drin ist er, oder was? Nee, das wäre jetzt zu einfach gewesen. Das wäre jetzt zu einfach. Affenfaust, okay. Vielleicht merken wir uns jetzt mal, wie das hier aussieht. Das zweitgrößte Affenfaust, die ich hier gesehen habe, ja. Ich denke mal... Oder ist der Schatz einfach drei Münzen? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich denke mal, irgendwo auf dem Schiff wird, oder in der Stadt, wird so eine Art Knoten sein und den müssen wir aufmachen oder so. Aber offenbar nicht den, weil das wäre jetzt zu einfach. Also merkt euch, wie so ein Ball mit noch zwei Seilen raus. Vielleicht sehen wir den auch noch irgendwo. Okay. Der helle Hort. Können wir in die Lampe gucken? Nein. Was nun? Soll ich mich hinsetzen und warten, bis mir der Smoothie eine Portion Lapskaus bringt? Jetzt baut aber wirklich alle Wörter ein, die er so kennt vom Schiff. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Was soll das hier? Vielleicht mit jemand anderem? So. Ist aber sonst nichts mehr klickbar, so wie ich das sehe. Vermutlich müssen wir wieder mit allen vier hier rein, die können verschiedene Sachen anklicken. Manche von ihnen können nur Knöpfe drücken und sowas, wir wissen es mittlerweile. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dann einfach... Kann ja auch nicht abbiegen. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal zuerst. Okay, Karl. Nebel ist nur eine auf dem Erdboden aufliegende Wolkenschicht, in der die Sicht unter einem Kilometer liegt. Kein Spuk oder sonstiges Grauen. So, los geht's. Entschuldigung, sind Sie nicht Frau Seidlitz? Ich heiße Karl Vierstein und interessiere mich für die Schatzsuche. Karl Vierstein. Vierstein? Sind Sie verwandt mit Professor Vierstein? Das ist mein Vater. Er ist Professor für Mathematik und Physik. Gut. Was könnte es mit den drei Münzen auf sich haben, die man finden soll? Geht denn die Verwandtschaft von Kapitän Bering leer aus? Oh, das sind beides gute Fragen. Was? Mal links. Da bin ich überfragt. Ich wüsste auch nicht, dass sich Kapitän Bering besonders für Münzen interessiert hätte. Das müsst ihr schon herausfinden. Na gut. So, nee. Wenn mich mein Blick nicht täuscht, hat sich hier eine ganze Menge Technik in das alte Holzschiff eingeschlichen. Das erinnert mich an den Öffnungsmechanismus eines Tresors. Mhm. Da trifft Metall auf Metall. Was? Okay. Wie war das noch? Die Fahrt eines Schiffes wird nach den in die Lockleine geschlagenen Knoten gemessen. Das seemännische Maß für die Geschwindigkeit eines Schiffes lautet ebenfalls Knoten. Ein Knoten entspricht einer Seemeile pro Stunde, ergo 1852 Metern. So, habt ihr euch gemerkt? So. Wer von denen kann denn... Entweder hat hier der Zimmermann geschlampt, oder der Kahn ist einmal notdürftig umgestaltet worden. Was? Irgendwie verstehe ich die Sätze zu diesem Bild hier nicht so ganz. Also Karl hat bisher nur wirr geredet, seit er dieses Schiff betreten hat. Das gibt's doch nicht. Oder sind wir hier auf dem Holzweg? Ein bisschen abgedreht. Wenigstens wusste Kapitän Bering, was er wollte. Willi Sauerlich. Guten Tag. Du meine Güte, müssen Sie hier die ganze Zeit sitzen bleiben? Willi Sauerlich. Sauerlich? Sie haben einen sehr vermögenden Vater. Nun, unser Eins muss im Leben ein paar Entbehrungen auf sich nehmen. Entschuldigung. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.
Warum hat Kapitän Bering eine Schnitzeljagd veranlasst, anstatt sein Geld aufzuteilen? Er war zwar im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, als er sein Testament aufsetzte, aber er war auch recht eitel und wollte sich verewigen. Okay, und deshalb hat er jetzt die Schnitzeljagd gemacht? Na gut. Oh, es ist gedeckt. Kapitän Bering will uns wohl etwas Besonderes auftischen. Also die Stühle hier mögen ja dem hohen Seegang standgehalten haben, aber die Mägen... Ich glaube, das ist eine Sackgasse hier. Wir müssen gar nicht mit allen Vieren hier rein. Ob das mal ein echtes Steuerrad war? Es ist wirklich nur, dass wir mal hier die Affen vorsehen. Die Geduld für solche Knoten würde ich nie aufbringen. Okay, nee, ich glaube, wir können erstmal zu den anderen Locations. So. Ich guck mal direkt mal hier oben. Tag auch. Darf ich Ihnen ein Stück Schokolade anbieten? Ich verzichte. Naja, okay. War ja nur eine Frage. Gustav Krabbe mit seinem Seepferdchen. Was haben wir denn hier hinten? Heute geht hier gar nichts mehr. Okay. Das ist was anderes als dein Plastiktöff-Töff in der Badewanne, was? Eine richtige Yacht wäre was Feines wie die Pepita. Gehört einem alten Knacker, einem mehrfachen Millionär. Dabei sehe ich nur so einen jungen Schnösel drauf. Fährt bei Wind und Wetter. Warum sind immer 90% der NPCs bei TKG irgendwie so unsympathisch? Hätte ich mit meiner Figur eine Chance, zur See zu fahren? Und was halten Sie von Kapitän Berings Testament? Nee, du, da geht das Schiff aber unter, du! Was sollte es bei dem alten Gauner schon zu holen geben? Gut. Also, wir sehen, das ist mal wieder ein Teil, in dem Klößchen ordentlich was abkriegt. Boah, werden bei Ihnen Schweine geschlachtet? Nein, nein. Den Schrei habe ich mitgeschnitten, als im Fernsehen mein Lieblingsfilm lief. So. 10 kleine Zombielein. Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, warum ich mir Filme reinziehen soll, bei denen mir schlecht wird. Da würde ich zustimmen. Haben Sie die Rätsel Ihres Großonkels schon geknackt? Ja. Ist Halloween nicht das Fest, an dem verkleidete Kinder Klingelstreiche machen und Süßigkeiten fordern? Okay, wir müssen uns verallgegenwärtigen. Wir sind 2001. Da war, glaube ich, Halloween in Deutschland noch nicht so krass bekannt. Da muss man natürlich dann nochmal das ein bisschen erklären. Haben Sie... Das ist mir zu umständlich. Wenn du etwas herausgefunden hast, bin ich gerne bereit, es mir anzuhören. Oh ja, das hättest du wohl gern. Ist ja also bisher... Alles Kassenschlager. An welchen meiner Lehrer erinnert mich das nur? Puh, okay. Ja, 2001, es war auf jeden Fall nicht so bekannt wie 2023. Also, das würde ich schon sagen. Vor allem, wenn du noch ein Kind warst. Und vielleicht so 1990 geboren. Weiß ich nicht. So, ja, mit... Und da heißt es immer, über Geschmack lasse sich nicht streiten. Ach, hier hinten ist die Mensa. Kann einem ja übel werden. Alter, was ist denn hier los? Aber hier, guck mal, hier leben die Pflanzen noch. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Okay. Ist aber auch nichts los. Schauen wir mal. Kann ich das nochmal probieren, ob da jemand ist? Flitter und Fun. Endlich. Irgendjemand telefoniert doch hier. Scheint doch so eine Art... Was kann ich für Sie tun?
Flitter und Fall. Sind die taub? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hm, offenbar stehen die nicht auf Überraschungsbesuche. Flirt am Arbeitsplatz. Noch so einen nimm ab und alle werden dich lieb haben, Magazin. Gibt's denn sowas? Ach, ich weiß nicht, das Gebäude kommt mir auch erstmal irgendwie suspekt vor. Ich glaube, erstmal die anderen Locations angucken. Sieh mal an, unser Busenfreund Malek. Ach, der Freche. Dein Skaten scheint ganz schön zu schlauchen. Na und, Speckbauch? Dafür bin ich nicht so leicht abzuhängen. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. Witzbolde. Ich habe mir die Finger wund gewählt. Die müssen total mit Arbeit überlastet sein, wenn nie einer rangeht. Wo steht denn das? Nicht blöd? Ach, hier. Ach so. Ah, okay, dann müssen wir uns irgendwann nochmal anmelden erstmal. So. Hi, Gabi. Es ist ja so still hier. Der Nebel schluckt den Straßenlärm und Musik will ich nicht hören, solange Oskar schläft. Sehr rücksichtsvoll. Ich glaube nicht, dass er davon dann aufwacht, so wie ich Hunde kenne. Dann streichel ich ihn. Na, der hat die Ruhe weg. Ja, so entspannt wäre ich gern am Abend vor der Mathearbeit. Kopfhörer gab es noch nicht 2001. Ich glaube, das einzige Zimmer, was wir noch nicht gesehen haben, ist von Tim, ne? Sonst haben wir schon mal von allen das gesehen. Was liegt hier? Hast du die Zeitschrift abonniert? Ah ja, nein, aber ich kaufe sie mir ab und zu, wenn ein Thema besonders brisant ist. Abgeschlachtete Elefanten haben meinen kleinen Jungen zum Weinen gebracht. Er ist ganz verstört. Eieiei. Es sieht so aus, als hätten wir uns auf eine Art Schnitzeljagd eingelassen. Auf jeden Fall müssen wir 3 Münzen finden. Aber wo überall? Und wozu? Bestimmt hat alles mit der Lebensgeschichte dieses Kapitäns zu tun. Tim wohnt im Sonnenstudio, das kann natürlich auch sein. Ja, komm, da gehen wir vielleicht doch nochmal mit Gabi auch mal hier als Viertes rein. Unverschämtheit. Das wird Konsequenzen haben. Wie gesagt, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Guten Tag. Ich komme lieber später nochmal wieder. Was? Oh, Herr Behring. Hallo. Diese Frau Seidlitz ist der reinste Drachen. Sieh dich nur vor. Mach ich, danke. Ja, aber jetzt... Hallo, ich bin Gabi Glockner. Oh, ich sehe, Sie sind beschäftigt. Gabi Glockner. Schreib doch nur deinen Namen auf. Glockner? Kapitän Behring hat ihn einmal erwähnt. Ihr Vater ist Kommissar, nicht wahr? Ja, da klingelt was. Stimmt, wir sind alle sehr stolz auf ihn. Ja, weiß ich nicht. Nachdem TKG die meisten Sachen gelöst hat und die Polizei eigentlich nichts. Ein stattlicher Mann, nicht wahr? Ich habe ihn kennengelernt, als er sich hier für immer niederlassen wollte. Bernadette, hat er zu mir gesagt, ihr Name erinnert mich an meine Jugendliebe, nach der ich mein erstes Schiff benannt habe. Uhu. Ihr kennt wirklich alle Eltern. Im Rätsel ist von einem Gast, einer Art Schutzgeist, die Rede. Könnte damit der Klabautermann gemeint sein? Wer, woher kannte Kapitän Behring meinen Vater? Wir nehmen mal den Klabautermann. Durchaus. Kapitän Behring liebte Geschichten vom Klabautermann. Klabautermänner waren Kobolde, die auf schadhafte Stellen am Schiff hinwiesen und dafür ein eigenes Gedeck in der Messe bekamen.
Ich glaube nicht daran, aber werfen Sie mal einen Blick in die Offiziersmesse. Ein eigenes Gedeck? Warte mal. So, jetzt aber. Wieso habe ich plötzlich jetzt das Gefühl, auf der Bühne eines Theaters zu stehen? Das ist doch jetzt für den Klabautermann. Jetzt gibt uns doch mal hier einen Tipp. Wie beklemmend, wenn niemand da ist. Schade, dass Oskar nicht mit von der Partie ist, als Klabauterhund. Ach man, ich dachte, das wäre jetzt hier der Tipp gewesen. Nee, könnte man noch nichts klicken. Verflixt. Sieht aus wie ein großer Seemannsspickzettel für die nächste Knüpfprüfung. Sowas. Puh, wenn ich bedenke, dass die alten Inkas eine Knotenschrift hatten. Das muss ja mühselig gewesen sein. Also alles, was in diesem Raum hier gesprochen wird, verstehe ich nicht. Was ist denn das? Die Dialoge sind irgendwie total wirr hier in dem Raum. Hier ist ja auch nichts. Kann nicht sein, dass das Einzige ist, dass wir da den Affenknoten gesehen haben. Ach schade, ich dachte, mit dem Klabauter-Ding hätten wir jetzt hier was. Aber das scheint wirklich das Einzige zu sein. Na gut. Na gut. Ich weiß, wer Sie sind. Gustav Krabbe. Und du, Kleine, bist Gabi. Dumm. Das wohlbehütete Töchterlein von diesem Kommissar Glockner. Müffelst du mir etwa nach? Direkte Frage, direkte Antwort. Nein. Wenn du zu deinem Papi rennen willst, nur zu. Ich und meine Seepferdchen haben nichts zu verbergen. Der Verkehr wurde eingestellt. Ist es nicht eine große Verantwortung, Kapitän eines Schiffes zu sein? Sind Sie denn schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Das wäre ja noch schöner. So leicht kann mir niemand das Wasser reichen. Bullen sind wie Schnittlauch. Sie kommen im Bündel, sind innen hohl und sie lassen sich kaufen. Dagegen kann selbst dein Herr Papa nichts ausrichten. Uiuiui, der teilt aber aus, du. Immerhin flirte er nicht mit Gabi, das stimmt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Tja, was sagt die dazu? Hey, du bist das erste Mädchen seit langem, das beim Betreten meines Ladens nicht zusammenzuckt. Ich bin Gabi von TKKG, den Detektiven in Spe. Da bin ich einiges gewohnt. Hut ab! Mein Beileid zum Tod Ihres Großonkels. Ist Ihr Sortiment nicht etwas makaber? Mein Beileid zum Tod Ihres Großonkels. Vermissen Sie... Mein Beileid zum Tod Ihres Großonkels. Vermissen Sie ihn sehr? Sieht nicht danach aus. Ehrlich gesagt kannte ich ihn kaum. Ich erinnere mich nur, wie er einmal versucht hat, mir seine erfundenen Symbole für Gewässerkarten zu zeigen. Soweit konnte ich folgen, aber ich werde leicht seekrank. Und da hat er es bald aufgegeben. Ja, vielleicht könnten wir jetzt weiterhelfen, die Symbole, oder? Diese Artikel erfreuen sich großer Beliebtheit. Kaum zu glauben, dieses Vieh ist echt. Nee, Gabi, das ist nicht echt. Es ist wieder wie immer beim TKG anfangen. Sehr schwierig, so den ersten Einstieg zu kriegen. Aber es scheint mir doch... Ich habe in dieser Gegend wirklich keine Villa erwartet. Aber dieser Schandfleck spottet jeder Beschreibung. Dieser eklige Schandfleck. Ja. Dass hier überhaupt noch jemand zum Essen hingeht. Igitt. Gibt es denn... Das kann nicht wahr sein. Gibt es hier vielleicht irgendwo ein Telefon oder so? Wir gucken doch mal. Das oberste Stockwerk. Etage 5 lag ein Zettel, was?
Es geht nicht mehr auf. Na, dann wollen wir mal sehen, ob Paula Tuffig Dieselmann zu sprechen ist. Wahrscheinlich wieder zu. Hallo? Tuffig Dieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Komisch. Es gibt doch nur diesen einen Eingang. Mal links in der Ecke lag ein Zettel. Ja, da habt ihr recht, aber können wir nicht aufheben. Hm. Nochmal aufs Schild gucken. Okay, ich gucke nochmal. Es ist vielleicht eine Rechnung vom Inder, das stimmt. Das passiert hier im Flur öfter mal. Ich sage aber nicht, wer sie da hingelegt hat. Gut, dass Rufnummer und Adresse der Zeitschriftenredaktion im Telefonbuch standen. Ja. Auf dem Minigolfplatz sehen die Kinder wie Riesen aus. Moment mal. Riesen? Wo du Riese sie befreist. Hey, man muss kein richtiger Riese sein, um die Münze zu befreien. Es reicht, wenn alles andere kleiner ist als man selbst. Wo ist dieser Minigolfplatz? Eine ruht im lichten Turme. Ein lichter Turm. Na klar, ein Leuchtturm. Das muss es sein. Die Münze ist in einem Leuchtturm versteckt. Müssen wir etwa ans Meer reisen? Okay, so, jetzt die Frage. Wir brauchen ein Telefonbuch, wir brauchen einen Minigolfplatz, wir brauchen einen Leuchtturm. Nur, wie kriegen wir es? Kommen wir hin. Gabi macht das jetzt alleine. Ist hier vielleicht noch eine neue Location aufgetaucht? Ein Leuchtturm. Ei, was haben wir denn hier oben? Diesmal weist ein Leuchtturm sogar Landratten den Weg. Ach, vielleicht der Leuchtturm hier? Außer uns hat noch niemand den lichten Turm gefunden. Das verschafft uns einen Vorsprung. Komm ich denn hier rein? Hier durch? Aha. Klarer Fall. Wir müssen Minigolf spielen, um die Münze zu befreien. Oder wir gucken einfach hier rein. Zack. Nun sieh mal an. Was hat sich Kapitän Bering da nun wieder einfallen lassen? Kein Hindernis zu entdecken. Greift doch mal rein. Hier macht sie nicht, ne? Das ist die Abschlagstelle. Müssen wir hier wirklich mit dem Ball rein? Ich muss mal vorne einen Ball finden, oder? Ja, Gauner Gabi, das wird schon wieder ein Zeitungsartikel, das sage ich aber. Schon wieder ein Lied sein. Tja, wird wohl nichts mit einer offiziellen Partie Minigolf. Ja, so nah. Fast verriegelt. Na egal. Golf ist sowieso nicht mein Fall. Nicht umsonst habe ich meinen Schläger aussortiert. Wer weiß, ob ich den überhaupt wiederfinden würde. Oh, hat sie vielleicht in ihrem Zimmer einen Schläger? Das gucken wir gleich mal. Ja, Willi ist reich, der kann Golf spielen. Das kann gut sein. Wir gucken gerade mal in ihrem Zimmer nach. Bei diesem Wetter ist es hier so richtig warm und gemütlich. Tja, ich dachte, der ist hier direkt irgendwo. Mensch, Oskar, ah, warte mal. Mein der Golfschläger. Liegt drauf. So ist das eben. So wie man etwas wegschmeißen möchte, braucht man es plötzlich. Ja. Sie hat einen Schläger, Tim. Sehr gut. Ganz ruhig, mein Junge. Ah.
Oh, endlich mal sowas, wo man von einem Hinweis zum nächsten kommt. Oh, TKKG. Das gibt's ja nicht. Dass hier tatsächlich mal sowas möglich ist. Sie sagt was und dann macht es Sinn, bei ihr zu Hause zu gucken und sie hat dann einen Schläger. Oh Gott, oh nee, wird das jetzt hier ein Spiel? Oh nein. Oh nein. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Dann muss ich hier neben rein? Warte mal. Muss ich in das andere Luft abschießen? Was denn jetzt? Jetzt habe ich es nicht mehr dabei, oder was? Ach so. So ein Bockmist aber auch. Nochmal. Muss ich hier eins zumachen? Ich muss den Schläger steiler halten, um dein Ziel zu treffen. Oh, Leute, hört auf. Ich kann hier doch nichts anderes machen, als zu klicken. Oh nein. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Noch nicht so ganz. So ein Bockmist aber auch. Also, ich würde gern hier bei dem Turm noch mal irgendwas... Hä? Gibt's doch nicht. Ja, meint ihr, die anderen können das machen? Oder kann das jetzt nur Gabi? Upsala. Ich würde es auch gerne mal, ja, mit Tim ist ja unser Sportlicher, vielleicht macht das mir. Hier sollte eine Münze zu finden sein. Ah, ja, ja. Ja, gucken wir mal. Oh oh, ich muss wohl erst Zielwasser trinken. Ja, aber es muss doch möglich sein, das andere Loch im Sockel des Leuchtturms zu treffen. Ja, das ist jetzt nämlich die Frage. Muss man das irgendwie verriegeln? Klar, Tim trifft das. Wir gehen nochmal hier raus. Ich möchte nochmal jetzt erstmal das Mikro anklicken. Der lichte Turm. Ich möchte mir nochmal hier... Shit, ich komme da nicht mehr nah dran an die Nummer hier. Klößchen ist Golf erfahren, war das so? Mal sehen, ob wir hier fündig werden. Mal gucken, ob ich das Loch passe. Oh, nee, sagt er nicht. Na gut. So. Wahrscheinlich, also es ist jetzt... Wahrscheinlich liegt das nicht an der Person, oder? Halt, halt! Blöder Ball, da solltest du doch gar nicht hin. Das Spiel ist doch schwerer, als ich dachte. Vermutlich müssen wir da irgendwas vormachen oder so. Und es auch Schwachsinn ist, nur das Loch erst zu verschließen, damit sie in das andere spielen. Also, da kann man ja auch direkt in das andere schießen. Dann muss ich den Ball irgendwo anders hinlegen. Geht das auch? Nee, der fliegt immer automatisch. Geht der da hin? Hier. Hier wollen wir hin. Guck nochmal. Hallo? Nee, macht er nicht. Nee. Halt, halt! Blöder Ball, da solltest du doch gar nicht hin. Das Spiel ist doch schwerer, als ich dachte.
Das ist ein Zitat, was ich öfters mal sage bei TKG. Gegen das Lied, was man da. Na? Karl könnte den richtigen Winkel errechnen? Das muss dem alten Seebären gefallen haben. Schläger kann man positionieren. Ich versuche es jetzt nochmal mit Karl. Und das ist der Ort, an dem Kapitän Bering vermutlich eine Münze deponiert hat. Ich versuche es mal mit Tasten oder sowas. Nee, ich drücke auch nichts. Also sobald der weil ich den da hin bewege, bleibt er so stehen. Ach ja, genau. Der Winkel war perfekt berechnet. War da was? Klar, Karl kann Winkel berechnen. Das hätte ich natürlich wissen müssen. Das ist klar. Wahnsinn! Und natürlich hat das wieder kein Schwein mitgekriegt. Oh Mann. So, eine Münze haben wir. Wir müssen wirklich bei dem Spiel, wir müssen wirklich so einfach wie möglich rechnen. Wenn es darum geht, um einen bestimmten Winkel, dann geht es um Winkel berechnen und dann geht es um schlau sein, Karl. Man muss so wirklich ganz einfach denken. Der Leuchtturm aus dem Rätseltext. Okay. So, eine Münze haben wir. Kann man sich die angucken? Warte mal, ist das das? Warte mal. Oh, Sie sind doch von dieser Zeitschrift Flitter und Fun. Jetzt hol dir die Nummer! Über den Schatz des Kapitäns? Junger Mann, wir sind Profis und gehen mit unseren Ergebnissen erst an die Öffentlichkeit, wenn unsere Recherchen abgeschlossen sind. Ja, wir sagen nichts. Kein Wort. Jetzt weiß ich aber, dahin kommen noch die drei Münzen hin. Erzählen wir doch nichts, oder? Ist das nicht am Ende so vielleicht? Sieht das nicht so aus? Passt. Hier gehören die Münzen also hin. Ich nehme sie besser heraus, solange wir nicht alle drei Münzen beisammen haben. So, Freunde. Hier komme ich doch langsam mal voran. Das ist ein gutes Spiel diesmal. Das ist ein guter Teil. Man auch mal so ein bisschen vorankommt. Okay. Hat sich hier nochmal was getan? Na, wahrscheinlich nicht. Na gut. 5 Stunden später. Ja, an dieser Stelle könnt ihr in YouTube-VOD sehen, wie lange es hier noch geht. Was könnte es mit den drei Münzen? Geht denn die Verwandtschaft von Kapitän Bering leer aus? Nein, falls Sie das unmögliche Verhalten seines Großneffen meinen. Der hat eine nicht unerhebliche Summe geerbt, mit der er einen Teil seiner Schulden begleichen konnte. Das haben wir auch oft, die Verwandtschaft, die Schulden hat und die dann irgendwie... Das war doch auch in dem einen Teil, ne? Wo der dieses Wettbüro hatte, der eine Typ mit diesen Pferdewetten und so. Also wir haben auch gerne mal Leute dabei, die Schulden haben und die sind dann natürlich direkt verdächtig, wenn es darum geht, dass irgendwo Geld vererbt wird oder so. Hallo Gabi, was machst du da? Ach, ich sortiere ein wenig. Dabei kann ich gut über unseren neuen Fall nachdenken. Kann ich mir vorstellen. Was sortierst Hast du denn? Die selbst aufgenommen? Logisch. Wusstest du nicht, dass ich gern fotografiere? Das hat sie selbst aufgenommen, wie sie selber schwimmt? Interessant. Okay, wir können an nichts. Aha, also, vielleicht kann Gabi noch mit ihrer Fotografiefähigkeit hier hilfreich sein in diesem Teil. Warum verkaufst du das alte Zeug nicht auf dem Flohmarkt? Wie nennst Wollte du Oskar? Ja. Aber Oskar fängt an zu jaulen, wenn ich seinem neuen Lieblingsplatz zu Leibe rücke. Okay. Hm.
Hallo, ich bin Karl von TKK. Vergiss es, Milchgesicht. Zu freundlich. Okay. Okay. Wie gehen die Geschäfte? Kennen Sie Frau Seidlitz näher? Boah, die alte Schabracke. Die hat doch Haare auf den Zähnen. Okay. Ist ganz schön gefährlich, sich bei dieser Suppe auf den See zu trauen. Aber Leichtsinnige gibt es immer wieder. Und die Seewacht muss sie dann retten. Auf die See oder den See? Ist das nur ein See? Wenn du dich übersetzen lassen wolltest, hättest du schlechte Karten. Warte mal. Ist das ein... Ist vielleicht doch nur ein See, ne? Oder? Weiß es gar nicht. Ein ganz schön ausgefallener Mechanismus, basierend auf einer Lichtschranke, nicht wahr? Du hast es durchschaut, wie gescheit. Hey, dich habe ich beim Start zu Großonkel Lars Schnitzeljagd gesehen. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Mein Name ist Karl. Lars Erich Paulsee, sehr gut. Haben Sie sich mit diesem Laden einen Lebenstraum erfüllt? Sieht so aus. Hat Kapitän Bering ein aufregendes Leben geführt? Einmal soll er mit seinem Kahn Bernadette ins Bermuda-Dreieck gelangt sein. Dort verschwinden immer wieder spurlos Schiffe und niemand weiß wieso. Tatsache ist, dass die Bernadette dort Schiffbruch erlitt und mit Mann und Maus sank. Wie durch ein Wunder wurde Onkel Lars lebend aus dem Meer gefischt. Seitdem hielt er sich an sein Gelübde und rührte keinen Tropfen Alkohol mehr an. Das war auch eine Zeit lang, wahrscheinlich auch so um die Jahrtausenderwende, dass ständig dieses Bermuda-Dreieck eine Rolle gespielt hat, ne? Wisst ihr das? Erinnert ihr euch so in diesen typischen Schatz- und Schatzsuch-Filmen und sowas? Es war ständig Bermuda-Dreieck, da passiert irgendwas. Also heutzutage jetzt nicht mehr so viel, ne? Ich hatte panische Angst vor dem Bermuda-Dreieck. Falls du mal zufällig da vorbeikommst oder wie. Als Kind hatte ich Angst vor dem Dreieck. Ja, seht ihr es? Es war so genau unsere Kinderzeit. Dass da ständig dieses Bermuda-Dreieck irgendeine Rolle gespielt hat. Als hätte damit man irgendwas zu tun. Okay. Ich hoffe, ich muss später einmal nicht in so einem Gebäude arbeiten. Der Mythos kam, glaube ich, in den 80ern auf. Das kann auch sein. Es hat sich länger gehalten, habe ich das Gefühl. Komisch, dass die Zeitschrift Flitter und Fun nicht an einem einzigen Kiosk zu haben war. Ja, komisch. Okay, das haben wir alles abgecheckt. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Hat das hier irgendwas zu tun? Fahr 2? Nee, ne? Auf den Besuch einer solchen Kantine möchte ich nicht angewiesen sein. Im Februar bin ich auf den Bermudas, hoffe ich überlebe. Uff. Das ist aber... Da will ich mich ja nicht hintrauen, du. Aber im Bermuda-Dreieck oder im Bermuda-Viereck? Das ist jetzt natürlich die Frage. Das eine ist gefährlich, das andere nicht. So, wir gucken nochmal hier die Etagen durch. Das kann doch nicht sein. Ich bin zu weit gefahren. Wird jetzt niemand sein bei der 4, wenn die da draußen unterwegs sind, ne? Nein, ich muss höher. Ja, gut, dann machen wir es doch nochmal. Gucken wir nochmal bei der 4. Ah, die Redaktion. Da tut sich nichts. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Offensichtlich will man nicht gestört werden. Das war dieser komische Aufsteller, oder? Dieses Gebäude ist so ätzend, dass selbst ich meinen Orientierungssinn verliere. Hier stand vorher noch der Captain Igloo. Hier ordentlich gefaxt. Ups. Das mit der Aufsteller ist 1. Falsches Stockwerk.
Hör, drei Münzen musst du finden. Willst du meinen Weg ergründen? Eine hält die Faust des Affen. Alexander ohne Schmach. Alexander. Eine folgt mit kurzem Straffen, wo mein Dankgebet ich sprach. Eine ruht im lichten Turme, bis du, Riese, sie befreist. Und ein Gast erscheint im Sturme, wo ein Teil der Mannschaft speist. Was ist dieser letzte Teil? Lausche wachsam seiner Klage, widersteh dem dunklen Ort. Nur als Schutz, so geht die Sage, führt er dich zum hellen Hort. Aha, wo ein Teil der Mannschaft speist. Ich glaube, das ist dieser Essbereich, wo wir eben die ganze Zeit waren. Und da taucht irgendwie so eine Art Klabauter-Vieh auf, sobald wir die drei Münzen... So, ich glaube, so ist es so. Drei Münzen, hier kommt jetzt erstmal die Beschreibung, wo die drei Münzen sind. Wenn wir die drei Münzen in dieses Steuerrad da reingetan haben, dann kommt an diesem Platz, wo das Gedeck liegt, erscheint irgendwas. Und dann müssen wir gucken, was der sagt. Irgendwas widerstehen. Und dann führt er uns zum Schatz. So, so ist es ja wohl, oder? So deute ich das doch richtig. Also, brauchen wir jetzt die Faust des Affen. Alexander ohne Schmach. Und wo Dankgebet ich sprach. Ich würde schon fast sagen, dass eins dann ja irgendwo bei den Schiffen sein muss, wo die so ein Knoten ist irgendwie. Und Dankgebet. Ja, wir haben nichts, was so eine Kapelle ist oder so, ne? Wo kann so ein Knoten sein? Ach, hier hinten kann ich auch noch hin. Wenn ich mir vermissen würde wie Kapitän Bering, würde ich so oft wie möglich auf unserem See herumschippern. So, manchmal ist es so eine Sache. Na gut, aber ich komme ja auch nicht weiter, also von daher. Ah, da wäre auch noch ein richtiger Leuchtturm gewesen da hinten. Bootsverleih, kann ich hier irgendwo hin? War hier gerade? War hier was? Ja, hier war doch was. Sieht geräumig aus. Unter Deck gibt es bestimmt einen großzügigen Salon mit Tisch und mehreren Kojen. Pepita? War das nicht das Schiff? Ne, wer hat denn eben schon mal Pepita gesagt? Das habe ich doch eben schon mal gehört. Das war doch die Yacht von irgendjemandem, oder? Der Captain. Ich muss erst noch ein bisschen mehr über das Leben von dem erfahren. Ja, ja. Wir müssen mehr mit den Leuten reden. Na, Malek, machst du jetzt auf James Bond und verwandelst deine Inline-Skates in raketenbetriebene Wasserski? Ich verpass dir gleich mal eine Rakete. Wow! Der ist wortgewandt, da muss man sich in Acht nehmen. Was soll denn das, dass der einfach überall auftaucht und uns beleidigt nur so? Einfach so nur. Ist mal ein gewisser Kapitän Bering mit ihrem Dampfer gefahren? Mein Unternehmen hat er gemieden. Dabei sind wir vor einer halben Ewigkeit gemeinsam zur See gefahren. Wir machten einträgliche Geschäfte. Ich musste den braven ersten Offizier markieren. Eines Tages kam ich beschwipst vom Landgang. Prompt schrieb der Captain ins Logbuch: Gustav Krabbe war heute betrunken. Am nächsten Tag machte ich einen Eintrag. Der Kapitän war heute nicht betrunken. Mann, war der sauer. Das war der Anfang vom Ende unserer Geschäftsbeziehung. Ja, gut. Finde ich aber nicht schlecht. Ich hätte gelacht. Ist ganz schön gefährlich, sich bei dieser Suppe auf den See zu trauen. Aber Leichtsinnige gibt es immer wieder. Und die Seewacht muss sie dann retten. Ich glaube, also wenn wir noch mehr Infos zu diesem Kapitän sammeln, dann gehen wir, glaube ich, nochmal mit... Na, Malek, übst du wieder Rollschuhfahren? Blöd, Mann. Sag mal, was soll denn das immer? Ich möchte gerne nochmal überall die zweite Frage stellen. Sind schon viele Leute da gewesen? Hieß ein Bekannter des Kapitäns Alexander? Oh,
Nein, nein, der Name sagt mir überhaupt nichts. Nicht einmal auf meiner Liste taucht dieser Name auf. Schade. Wer hat mir die erste Frage schon gestellt? Sind schon viele Leute da gewesen? Oh ja. Einen jungen Mann in ihrem Alter musste ich allerdings von Bord weisen. Er trug Inline-Skates oder wie immer Rollschuhe heutzutage heißen. Das ist aber Rollschuhe, ist doch was anderes. Was könnte es mit den drei Münzen auf? Geht denn die Verwandtschaft von Kapitän Bering leer aus? Dann haben wir das nicht beide schon gefragt. Aber ich würde noch mal kurz mit ihm hier vorne. Ach nee, die kann ich gar nicht fragen. Na gut. Ui. Ich war zuerst da, also hau ab! Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, bin ja schon weg. Okay. Im Rätsel ist von einem Gast, einer Art Schutzgeist, die Rede. Könnte damit der Klabautermann gemeint sein? Woher kannte Kapitän Bering meinen Vater? Bering hat sich immer für die Erfolge der Polizei interessiert. Als Seemann liebte er das Meer mit seiner Weite und konnte sich keine schlimmere Strafe vorstellen, als im Zuchthaus zu landen. Mhm. Mal jetzt mal, ob der weg ist, ja. Also sehr viele NPCs, die plötzlich auftauchen in diesem Teil. Warum hat Kapitän Bering eine Schnitzeljagd veranlasst, anstatt sein Geld aufzuteilen? Könnte es sein, dass Kapitän Bering als echter Seemann eine Lieblingskneipe hatte? So? Nein. Lars Bering war Anti-Alkoholiker. Na gut. Nachdem er das Trinken aufgegeben hatte, beteiligte er sich sogar an der Milchbar zum bekehrten Seemann. Die Milchbar zum bekehrten Seemann, wo haben wir die denn? Ach, guck mal an. Tag, ich bin Willi Sauerlich von TKKG. Ah, einer von den berühmten Detektiven in Spee. Oh, was haben wir denn hier unten? Du hast Klößchen genannt, oder? Ich stand in deinem Alter auch ganz gut im Futter. Hummeli haben sie gerufen. Ach, Leute. Heute sagen alle Robby zu mir. Und für mich bist du Willi. Gut, danke schön. Aber ich tue alles, um meinem Spitznamen Ehre zu machen. Dass jemand ihn auch mal Willi nennt, ist ja ganz nett. Nettes Ambiente. Ja, mal was anderes. Kann ich hier ran? Die Affenfaust, kein Zweifel. Eieiei. Und da rührt sich nichts. Muss ich vielleicht mit jemand anderem einfach daran? Kanntest du Kapitän Lars Bering? Er hat geholfen, den Laden aufzuziehen. Das war noch vor meiner Zeit. Eines Nachts kam er rein, stellte sich vor und schickte mich nach Haus. Keine Ahnung, was er alleine in der Milchbar vorhatte. Vielleicht war er sentimental und wollte sich in aller Ruhe an eine wichtige Station seines Lebens erinnern. Ja, okay, da hat er den Knoten gemacht. Okay. Nee, dann würde ich jetzt mal... Wer wird verstehen, wie man Knoten aufmacht? Wir probieren es jetzt einfach mal mit dem... Hi, ich bin Tim. Kann ich mich mal umsehen? Klar, umsehen, Platz nehmen, bestellen, trinken, flirten, was du willst. Ich heiße übrigens Robby. Ja, schön, dich kennenzulernen. Mit wem man hier so flirten kann. Nun. Hammerhaie werden bis zu 4 Meter lang und sind in allen wärmeren Meeren vertreten. Der hammerförmige Kopf dient wohl der Stabilisierung, wenn sie in Bodennähe Beute ansteuern. Hier ist ein Messer. Kann ich mit dem Messer da was schneiden? La, 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 la. Kinder kommen an diesem Gerät bestimmt kaum vorbei, was? Kinder? Unsere Kuh ist die Attraktion bei verknallten Teenies. Wenn sie allerdings zu zweit darauf herumalbern, ziehe ich den Stecker. Ich bin manchmal aber auch sowas von gemein. Hast du von der Schnitzeljagd nach dem Seemannsschatz gehört? Trinkst du selber gerne Milch? Das sind manche Fragen. Hast du von... Ja, der alte Bering und seine Marotten. Vielleicht sitze ich hier auf einem Haufen Kohle und weiß gar nichts davon. Donnerwetter! Sind das alles richtige Seemannsknoten? Klar, manche sind bloß Zierknoten, deren Namen keiner kennt. Ah, ich wette, wir brauchen dieses Messer aus dem... So, wer kann das denn mal... Hallo, mein Name ist Karl Vierstein. Immer rein zum alten Robby. Nicht so schüchtern, Professor. Sag mal, du wirst ja ganz rot, Carly Charlie.
Das ist nur eine temporäre thermophysikalische Singularität. Dass Karl immer diese komischen Spitznamen bekommt. Kalito, Kalijali. So, kann ich jetzt mal hier das... Ah, jemand anderes wird das nehmen können. Okay, ich kann hier immer mit einer Person einen anklicken. Sägefische können eine stattliche Länge von 10 Metern erreichen. Mit ihren Zähnen am verlängerten Vorderkörper verschaffen sie sich ihre Beute. Ja, wir brauchen die richtige Person. Mit schnellen Person, Schlägen stellen sie ganzen Fischschwärmen nach. Okay. Warte mal. Dann mach ich mal mit Gabi. Aber hallo, bist du nicht das Mädchen, das mir vorige Woche am Kiosk die Ausgabe von Grünfrieden aktuell weggeschnappt hat? Stimmt. Ich erkenne dich auch wieder. Wer zuerst kommt und so weiter. Ich heiße übrigens Gabi. Interessierst du dich für die bedrohte Tierwelt? Oh ja, deswegen studiere ich ja Biologie, um später im Tier- und Umweltschutz zu arbeiten. Ich bin Robby. Sag mal, Robby, heißt einer deiner Stammgäste womöglich Alexander? Hast du im Grünfrieden den Artikel über die Elefantenschlechter gelesen? Ja, die Bilder waren grausam, aber notwendig. Die neue Ausgabe befasst sich mit Korallenriffen. Souvenirjäger und Touristen plündern die Riffe auf ihren Tauchurlauben regelrecht aus und der Eingriff in das Ökosystem bedroht die gesamte Unterwasserwelt. Eine Schweinerei. Bist du nicht, bist du nicht das Mädchen, das mir das Fischfutter weggeklaut hat? Sehr gut. So, mit seinem verlängerten, zahnlosen Oberkiefer fängt der Schwertfisch seine Beute und schleudert sie bis zur Betäubung. Schwertfische können auch Menschen gefährlich werden. Naja, und die rächen sich ihrerseits und spießen sie mit Harpunen auf. Shit, das geht nicht. Ach nein. Ich dachte, wir könnten jetzt mit ihr das Messer nehmen. Oh, schade. Das war doch eigentlich logisch. Kein Wunder, dass Seemänner so raue Hände haben. Das ist sicher einer der Gründe. Wie kommen wir denn da dran? Flix, da ist doch die Münze drin. Aber wenn man es weiß, aber man weiß noch nicht, wie man drankommt. Ganzen Tag Wiedercoin. Das erinnert mich an die Schule. Und mich an die Uni. Trinkst du selber gerne Milch? Ach komm, was soll's. Milch macht müde Männer munter. Übrigens schwören alle Barkeeper, die ich kenne, auf Milch, um einen klaren Kopf zu behalten. Okay. Das ist ein Hammerhai. Kanntest du Kapitän Lars Behring? Hat schon einmal jemand versucht, die Knoten an der Wand aufzuknüpfen? Oha! Klar, aber dann schreite ich ein. Schließlich gehören sie zum Inventar. Unter uns, ich habe mich auch schon dran versucht, aber die sitzen bombenfest. Ich will sie doch schnarchen. Das ist ein Igelfisch, wie man ihn in den Tropen findet. Seine Haut ist mit beweglichen Stacheln besetzt. Bei Gefahr pumpt er sich mit Luft oder Wasser auf. Dann sieht er wie eine Kugel aus und die Stacheln stehen ab. Manche Kugelfischarten sind furchtbar giftig. Aber war das jetzt der Trigger, dass wir mit Gabi das Schwert nehmen können vielleicht? Mit seinem verlängerten, zahnlosen Oberkiefer fängt der Schwertfisch seine Beute und schleudert sie bis zur Betäubung. Schwertfische können auch Menschen gefährlich werden. Naja, und die rächen sich ihrerseits und spießen sie mit Harpunen auf. Sag mal, Robby, heißt einer deiner Stammgäste womöglich Alexander? Nein, aber bei so viel Laufkundschaft ist garantiert mal einer dabei. Falls du jemand Bestimmtes suchst, müsstest du ihn mir näher beschreiben. Ein Trigger fehlt, ja. Welcher?
schon einmal jemand versucht? Kanntest du Kapitän Lars Hast du den Rätseltext von Captain Berings Schnitzeljagd mitbekommen? Nein. Für eine Schatzsuche bleibt mir keine Zeit. Ich versuche mit Arbeit voranzukommen. Wer hat die Seile denn verknotet? Ein waschechter Seemann. Kapitän Bering. Trinkst du selber? Das haben wir alles gefragt. Ist noch irgendwo, muss noch was anderes sein. Hallo. Oh, ganz schön frisch hier. Ja, habe ich auf See schon ganz andere Wetter erlebt. Interessant. Ich schätze mal, Sie sind nicht bis ins Bermuda-Dreieck gekommen, wie der berühmte Kapitän Bering. Waren Sie nicht dabei, als Frau Seidlitz die Schnitzeljagd gestartet hat? Ich schätze... Bering und berühmt? Dass ich nicht lache. Abgesoffen ist der Gute. Der alte Knacker war nun wirklich kein Heiliger. Damit meine ich nicht nur, dass er gesoffen hat wie ein Loch. Habst du das Gefühl, die sind nicht die besten Freunde? Ist mal ein gewisser Kapitän Bering mit ihrem Dampfer gefahren? Kennen Sie Frau Seidlitz näher? Boah, die alte Schabracke! Die hat doch Haare auf den Zähnen! Ich werde jetzt Infos. Kennen Sie den Großneffen von Lars Bering? Und was halten Sie von Kapitän Berings Testament? Was sollte es bei dem alten Gauner schon zu holen geben? Sind Sie denn schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Glauben Sie, dass Kapitän Bering die Crew der Bernadette leichtsinnig in Gefahr gebracht hat? Ja, du kennst die Geschichte? Bering war ein Teufelsbraten, was? Er hatte es faustdick hinter den Ohren. Doch nach seinem Schiffbruch traf er keine Entscheidung, ohne sich zum Beten zurückzuziehen. Das hat er bis ans Ende seiner Tage beibehalten. Dabei war er nun wirklich kein Heiliger. Wo denn? War das jetzt hier der Trigger für eine neue... für die Kapelle? Nee. Ich schätze mal, Sie sind nicht bis ins Bermuda-Dreieck gekommen, wie der berühmte Kapitän... Waren Sie nicht dabei, als Frau Seidlitz die Schnitzeljagd gestartet hat? Schon möglich. Gut, das war das. Ist mal ein gewisser Kapitän Bering mit Ihrem Dampfer gefahren? Kennen Sie Frau Seidlitz? Ist mal ein... Mein Unternehmen hat er gemieden. Dabei sind wir vor einer halben Ewigkeit gemeinsam zur See gefahren. Wir machten einträgliche Geschäfte. Ich musste den braven ersten Offizier markieren. Eines Tages kam ich beschwipst vom Landgang. Prompt schrieb der Captain ins Logbuch, Gustav Krabbel war heute betrunken. Am nächsten Tag machte ich einen Eintrag. Der Kapitän war heute nicht betrunken. Mann, war der sauer. Das war der Anfang vom Ende unserer Geschäftsbeziehung. Kennen Sie den Großneffen von Lars Bering? Diesen Waschlappen? Der glaubt doch tatsächlich, der alte Seebär sei wegen des ach so ominösen Bermuda-Dreiecks gekentert. Ich kenne zig andere Versionen der Geschichte. Eine fadenscheiniger als die andere. Möchte wetten, die Familie wollte vertuschen, dass Berings eigene Unfähigkeit seine Mannschaft ins Verderben geführt hat. Der Mann war die reinste Schnapsdrossel. Okay. Oh, nicht der schon wieder. Komm weg mit dir. Sind schon viele Leute da? Hieß ein Bekannter des Kapitäns Alexander? Nein, nein, der Name sagt mir überhaupt nichts. Nicht einmal auf meiner Liste taucht dieser Name auf.
Was könnte es mit den drei Münzen auf sich haben? Geht denn die Verwandtschaft von Kapitän Bering leer aus? Das haben wir auch beides. Wohin könnte Kapitän Bering zum Beten gegangen sein, nachdem er den Untergang der Bernadette überlebt hatte? So, jetzt bitte Kapelle. Die Bernadette ist gesunken? Kapitän Bering hat nie viel aus seinem Leben erzählt. In den 50er Jahren war er mal hier, aber dann für viele Jahre nicht mehr. Er war enttäuscht, seine Heimat verändert zu finden. Nur die kleine Kapelle von Pfarrer Gottlieb Tizian gefiel ihm. Dort liegt er auch begraben. Da haben wir es doch. Wo ist er denn? Ah ja. Gott zum Gruße, Pfarrer Tizian. Wie ist der Draht nach oben? Gott zum Gruße, Willi. Sehr gut, danke. Ich bete jeden Morgen und Abend und fühle mich danach einfach besser. Das freut mich. So. Was hat der Klabautermann mit der christlichen Seefahrt zu tun? Er teilt das Geheimnis um Leben und Tod. Ich will dir die Herkunft der Klabautermänner erzählen. Wo immer früher ein Kind durch Gewalt starb, suchte seine Seele Zuflucht in einem Baum. Die Kinderseele lebte in den Bäumen weiter, als kleiner Kobold. Zum Bau der Schiffe benötigte man viel Holz und Bäume. Und so kamen die Kobolde zur See und wurden als Klabautermänner bekannt. Uiuiui. Ui, ui. So, jetzt kommen wir an die nächste Münze. Let's go. Da wird man richtig ehrfürchtig. Hier muss Kapitän Bering gebetet und sich für seine Rettung bedankt haben. So, jetzt, wo ist wieder meine Münze? Hm. Eine folgt mit kurzen Straffen. Na, dann wollen wir mal. Also, ich habe eindeutig eine Münze fallen hören. Aber wo ist die hin? Was? Entweder haben Eltern um ihr vermisstes Kind gebetet, oder ein kleines Mädchen hat ganz einfach ihre Puppe dagelassen. Dankeschön, Rosie. Rosie ist ja wieder am Ballern im Chat. So, wo ist meine Münzi? Ist sie hier runter auf dem Boden? Warte mal, da liegt sie doch. Ha, die hätten wir. Das war einfach. Okay, sehr gut. Zwei Münzen haben wir. Ach, das läuft. Also dieses Spiel läuft deutlich besser als alle anderen zuvor. Möchte ich jetzt schon mal sagen. Okay. So. Na gut. Nummer 2 ist da. Auch bei Nummer 3 wissen wir, wo die ist, aber wissen nicht, wie man den Knoten aufmacht, ne? Ja, ist cool, wenn man nochmal an alte Orte zurückkommt und dann nochmal da Neues entdecken kann, ja. Wir hatten ja die Kapelle schon mal im letzten Teil, da waren wir aber nur draußen und jetzt konnten wir auch mal reingehen. Ja, finde ich nicht schlecht. Jetzt die Affenfaust. Können wir jetzt dran? Trinkst du selbst? Hast du von der Schnitzeljagd nach dem Seemann? So, Gabi konnte an dieses Messer, aber. Das können wir jetzt auch nicht so einfach nehmen, ne? Hast du im Grünfrieden den Artikel über die. Sag mal, Robby, heißt einer deiner Stammgäste womöglich Alexander? Nein, aber bei so viel Laufkundschaft ist garantiert mal einer dabei. Falls du jemand Bestimmtes suchst, müsstest du ihn mir näher beschreiben. Ja, aber da kennt der Pfarrer dann noch irgendwelche Infos? Guten Tag. Ah, das Fräulein, das sonst immer seinen Cockerspaniel spazieren führt. Gabi Glockner, ja. Cockerspaniel, mein Hund Oskar sein? Horcht zurzeit okay. Lieber an der Matratze, als durch Laub zu stöbern. Hat Kapitän Bering an den Klabautermann geglaubt? Welchen Eindruck haben Sie von Knut Bering? Er stand auf der Beerdigung seines Großonkels stocksteif und mit geballten Fäusten da. Oha, okay. Während sich Frau Seidlitz eine Träne fortwischte. Ja, wir alle gehen mit Trauer unterschiedlich um. Alexander der Große hat den gordischen Knoten mit einem Schwert gelöst. Ja, wir haben schon so ein bisschen das Schwert in Augenschein genommen, aber da fehlt wohl vorher noch eine Info. Es kann gut sein, dass der hier die Info gibt. Waren Klabautermänner gut
oder böse. Was halten Sie von Frau Seidlitz? Eine patente Person. Sie hat die Beerdigung von Kapitän Bering ganz nach seinen Wünschen ausgerichtet. Hallo, Herr Tizian. Gott zum Gruße, mein Junge. Tief durchatmen. Ich liebe den Herbst. Ehrlich gesagt, mir ist der Frühling allemal lieber. Ich mag den Herbst auch, aber jetzt nicht, wenn er so neblig ist. Wenn das so ein goldener, schöner Herbst ist, dann mag ich ihn. Liegt dort hinter der Kapelle Captain Berings Grab? Ja, es war sein Herzenswunsch, hier beerdigt zu werden. Darf ich da wohl mal gucken? Eine Seebestattung kam für ihn nicht in Frage. Ich werfe mich doch nicht selbst den Fischen zum Fraß vor, hat er gesagt. Komme ich nicht hin. Gut. Guten Tag, Pfarrer Tizian. Gott zum Gruße. Es ist ganz schön frisch geworden. Das finde ich nicht so schlimm. Ich ziehe mich halt warm an. Sagt Ihnen der Name Alexander etwas in Verbindung mit harten Nüssen und schwierigen Knoten? Mit harten Nüssen? Da fällt mir spontan ein Ereignis aus der Geschichte ein. Alexander der Große und der Knoten des Königs Gordios. Ein Orakelspruch sagte, derjenige werde über Asien herrschen, der den Knoten lösen könne. Aber niemand schaffte es. Bis zum Jahre 334 vor Christus. Alexander der Große versuchte gar nicht erst, den Knoten zu entwirren, sondern durchschlug ihn einfach. Rabiat, aber wirkungsvoll. So. So, jetzt können wir aber, oder? Jetzt ist doch hier. Hör mal, Robby, wir Detektive von TKKG würden uns gerne dieses Schwert ausleihen. Ja. Ah, ihr seid auf einer heißen Spur. Das war der Trigger. Tja, wenn Captain Bering das von langer Hand geplant hat, dann wird es wohl seine Richtigkeit haben. Okay, nimm es. Aber mach damit bloß keine Dummheiten, okay? Versprochen. Jetzt werde ich dich abstechen! Gib mir meine Milch! Nee, wir gehen schön hier ran, ist ja klar. Nimm dies, Knoten! Tja, eine hielt die Faust des Affen. Tim der Große, ohne Schmach. So, perfekto! Leute, wie wir hier voranschreiten. Das ist doch ein... Das ist doch hier kein Mensch jemals gewesen. Das wird ein Speedrun. So, jetzt kommen die alle hier rein. Ist das eine bestimmte Reihenfolge oder so? Nee, ne? Ich mache jetzt einfach mal random. Holla, was geschieht jetzt? Holla! Ui! Aber was in drei Teufelsnamen geht denn jetzt ab? Mast und Schotbruch! Schiff ahoi! Ach, wie ich mich mit dir freu! Giftgas. Hast nun einen Schatz gefunden, den man mir ans Bein gebunden. Petri Heil, bedien dich flink, ehe ich noch tiefer sink. Und wie tief, mein Freund, singst du? Lässt du Unrecht einfach zu? In der Truhe dir zum Lohne Karte, Glöckchen und Schablone, Ködern, Krabben und Juche, erleiten dich, wo Land ward See. Wo Land ward See. Dem Klabautermann begegnet man nicht alle Tage. Aber wo ist denn nun der Schatz? Und warum sollte sich Kapitän Bering dessen geschämt haben? Der pupst erstmal. Ach, wie tief, mein Freund, singst du. Lässt du Unrecht wirklich zu? In der Truhe dir zum Lohne Karte, Glöckchen und Schablone, Ködern, Krabben und Juche leiten dich, wo Land ward See. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Der Schatz besteht aus Schmugglergut. Elfenbein, Korallen, Tierfelle, ausgestopfte Robbenbabys, Hocker aus Elefantenfüßen, präparierte Meerestiere, Schlangentäschchen, Dosen mit Krokodilpastete. Ich glaube, mir wird schlecht.
Kapitän Bering kann für diese Freveltaten nicht mehr belangt werden. Aber sein Partner, Gustav Krabbe, wird ganz schön in Schwitzen kommen bei dieser Beweislast. So, jetzt sind wir langsam. Ein böses Vermächtnis. Jetzt sind wir wieder bei TKKG. Jetzt haben wir den richtigen Fall. Es wird hier kein Schatz verteilt, sondern Handschellen am Ende. Mist, es lässt sich nicht so einfach lösen. Ahoi! Olla Gauner! Hey! Eine Landkarte, ein Glöckchen und, merkwürdig, eine Schablone? Warum hat uns Berings Klabautermann ausdrücklich auf diese Gegenstände hingewiesen? Sollen wir mit unserem Fund an die Öffentlichkeit? Wir müssen uns ganz dringend beraten, ehe wir die Pferde scheu machen. Okay, sehr gut. Oh, sehr gut. Soeben ist Tim als letzter der TKKG-Freunde bei Gabi eingetroffen. Die Stimmung ist gedrückt. Sorry für meine Verspätung. Ich habe den Zugang zum Frachtraum erst einmal versperrt und Robby schnell das Schwert zurückgebracht. Hast du ihm was von unserem Fund verraten? Nein. Aber mir ist klar geworden, dass Kapitän Bering seinen alten Partner in die Pfanne hauen wollte. Die beiden haben Verbrechen an Tieren begangen. Und der helle Hort im Rätsel? Ich glaube, wir sind noch nicht am Ziel. Kapitän Bering wollte seine Schandtaten gut machen und Krabbe irgendwann ans Messer liefern, ohne ins Gefängnis zu müssen. Das mag sein, aber wie passen das Glöckchen, die Landkarte und die Schablone dazu? So sehr ich den alten Seebären für seine Taten hasse, müsst ihr doch zugeben, dass er immerhin Reue gezeigt hat. Also lasst uns seiner einzigen guten Absicht folgen. Die Öffentlichkeit muss endlich von der Ladung im Frachtraum erfahren und Krabbe zur Verantwortung gezogen werden. Was sollen wir tun? Wir müssen Frau Seidlitz einweihen. Sie muss sich vor Krabbe hüten, falls er etwas mitbekommen hat und die Beweise verschwinden lassen will. Ach, die Frau ist in Gefahr. Kapitän Bering hat garantiert noch eine andere Überraschung auf Lager. Sein eigentliches Vermögen, das wir für gute Zwecke verwenden könnten. Wusste ich doch. Ich bin dafür, das Geheimnis von Schablone, Landkarte und Glöckchen zu lösen. Die Gegend auf der Landkarte sagt mir nichts. Ich schlage vor, sie Frau Seidlitz zu zeigen. Das Glöckchen ist bestimmt ein Hinweis auf die Kapelle von Pfarrer Tizian. Wir sollten es ihn untersuchen lassen. Wow. Diese Schablone sieht merkwürdig aus. Wenn sich einer mit Lars Berings Symbolen auskennt, dann sein friekiger Großneffe im Horrorladen. Also lasst uns weitermachen. Ich hoffe, uns kommt niemand mehr in die Quere. Außerdem tatsächlich habe ich das Gefühl, als wüssten Paula, Tuffig, Tieselmann und ihr Kollege schon mehr über den eigentlichen Schatz. Denke ich auch. Nur wollen sie mit uns nichts zu tun haben. Die Gesellschaft des Klabautermanns ist mir allemal lieber als diese beiden Pfeifen. Genau. Lieber soll uns der Kobold beistehen. Sind wir bereit? Dann Mast und Schotbruch. So. Okay, dann würde ich mal sagen... Kein Mucks! Oder ich werde ungemütlich. Ihr Kinder verheimlicht doch was. Was habt ihr außer den Münzen gefunden, hä? Los, her damit! Ganz schön feige. Wovor haben Sie eigentlich Angst? Dass Kapitän Bering noch mehr Beweise gegen Sie versteckt hat? Also bitte, wir tappen eh im Dunkeln. Wir haben ein Glöckchen gefunden, aber wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Warum sagt ihr das denn direkt? Warum gibt ihr das denn direkt? Na also, die Firma dankt. Ich möchte bloß wissen, was der alte Spinner mit diesem ollen Glöckchen meinte. Und jetzt hau ab! Oder soll ich dir erst Beine machen? Ich musste ihm das geben. Komm, wir geben ihm noch was. Hallo, Pfarrer Tizian. Ich wollte Ihnen eigentlich etwas zeigen, aber es ist uns abhanden Spiel gekommen. Spiel zu Ende. Dann eben ein andermal. Ach, Mann. Na gut, das war jetzt klar, weil wir die Glocke dem Pfarrer zeigen sollen, hat er jetzt der Bösewicht da gewartet. Na gut. Hat Ihnen Kapitän Bering gebeichtet, dass er mit bedrohten Tierarten gehandelt hat? Du weißt, dass ich dir darauf keine Antwort geben kann. Ja, das stimmt. Beichtgeheimnis wäre jetzt natürlich... Grüß Gott, Pfarrer Tizian. Ich wollte Ihnen etwas zeigen. Und nun komme ich doch mit leeren Händen. So jung und schon so vergesslich? Und ich dachte, das sei eine Plage, die allein uns Alten vorbehalten ist.
Sind Sie schon lange Pfarrer unserer Gemeinde? Finden Sie den Nebel auch so unheimlich? Oh ja. Ich erinnere mich dennoch gut an eine Zeit, als ich in Elversbingen auf der Kanzel stand. Das war eine prächtige Kirche. Nun, Prunk und Ruhm sind vergänglich. Da lobe ich mir meine bescheidene Kapelle. Okay. Na komm, Frau. Hallo, Herr Pfarrer. Es könnte sein, dass ich demnächst Ihren Rat zu einem Fundstück bräuchte. Oh, du machst mich neugierig. Da bin ich mal gespannt. Okay, noch was? Haben Sie denn keinen Friedhofsgärtner? Liegen auf dem Friedhof hinter der Kapelle viele Berühmtheiten? Was sind denn das für Fragen? Die meisten Namen dürften dir kaum etwas sagen. Ja, es ist eben nur ein kleiner Friedhof, keine Gedenkstätte. In dem Ort Elversbingen, erinnere ich mich, befand sich gleich neben der Kirche ein Gedenkstein, stellvertretend für alle in der Fremde Verstorbenen. Leider ist er nicht mehr zugänglich. Kapitän Behring hätte dort gerne einen Kranz niedergelegt, nachdem seine Bernadette gestorben war. Aber da ging das schon nicht mehr. Also es kann aber jetzt nicht sein, dass wir an jedem Ort, wo wir jetzt hingehen, taucht dieser böse Kapitän auf und nimmt uns die Sachen weg, oder? Warte mal. Aus dem Weg, Malek! Okay, Tim doing Tim things. So eine miese Tour. Na warte, ihr werdet noch an mich denken. Eieiei. Herr Carsten, Sie glauben ja gar nicht, was geschehen ist. Haben Sie etwa den Schatz, ich meine die Schmuggelware, im Frachtraum entdeckt? Ein Skandal. Warum haben Sie mir nichts gesagt? Kaum hatte ich die Truhe mit dem Foto von Gustav Krabbe entdeckt, tauchte er leibhaftig hinter mir auf. Gustav Krabbe ist der Bösewicht? Und alles von Bord geschafft. Gefesselt? Sollte ich zur Polizei gehen, würde er wiederkommen. Ich konnte mich befreien, aber alle Beweise gegen ihn sind vernichtet. Herr Krabbe denkt, Kapitän Behring hätte noch mehr belastendes Material hinterlegt, an einem anderen Ort. Wissen Sie etwas darüber? Es gibt Hinweise auf ein weiteres Versteck. Dazu würde ich Ihnen gerne eine Landkarte zeigen, die wir gefunden haben. Okay, die Karte zeigen wir. Oh nein, sie ist weg! Malek! Er muss sie uns am Eingangstor entwendet haben. Dieser miese kleine Taschendieb! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Bitte, geht es etwas leiser? Mir brummt der Kopf. Und kein Wort zur Polizei. Dafür, es war so klar. Ich hab's noch gelobt. Da finden wir einmal Sachen und kriegen quasi gesagt, wo wir als nächstes hingehen sollen, um da mal nachzufragen. Dann werden uns alle Sachen geklaut. Geil. Sollen wir nicht doch die Polizei rufen? Was wird jetzt aus Ihnen? Bei Kapitän Behrings Vergangenheit ist das gute Arbeitszeugnis, das er mir geschrieben hat, keinen Pfifferling wert. Wer würde mich beschäftigen wollen? Gut, ich nehme alles wieder zurück. Dieses Fell hat Herr Krabbe dagelassen, damit ich mich an seine Warnung erinnere. Fällt Ihnen der Ort ein, in dem Kapitän Behring geboren wurde? Ist das dieses Elversding? Nein, doch. Er hieß Elversbingen. Elversbingen. Wahrscheinlich verschwand der alte Name irgendwann, weil unsere Stadt immer größer wurde. Außerdem gibt es noch ein Neu-Elversbingen, weiter den See hinunter. Ist das vielleicht die Karte von Elversbingen? Da denkt man, man kennt einen Menschen. Und dann so etwas. Ich rede mal lieber noch mit jemandem. Das ist dann wohl alles, was mir vom Kapitän bleiben wird. Was wird eigentlich aus diesem Schiff? Sollten Sie nicht besser einen Arzt aufsuchen? Kapitän Behring hat bestimmt daraus, nach Ablauf der Schnitzeljagd ein Museum zu machen. Na, sag ich doch. Ob er die schrecklichen Gegenstände aus dem Frachtraum ausstellen wollte? Vielleicht zur Warnung an die Nachwelt? Er war sicher kein Unmensch.
ist denn Ihre Namensliste hin? Wussten Sie, dass die gesuchten Münzen im Rätsel goldene Mouillés waren? Bestimmt hat der Krabbe die Namensliste. Herr Krabbe hat sich alles unter den Nagel gerissen, was ihn belasten könnte. Hoffentlich gibt er sich damit zufrieden und stellt niemandem mehr nach. Sonst steht zu befürchten, dass Herr Krabbe Teilnehmer der Schnitzeljagd belästigt. Das glaube ich auch. Die andere Frage würde ich auch noch gerne stellen. Wussten Sie, dass die gesuchten Münzen im Rätsel goldene Mouillés waren? Also habt ihr tatsächlich drei Münzen gefunden und euch so den Zugang zum Frachtraum verschafft. Mhm. Aber was ist ein Mouillé? Das kann nur die Währung eines Zwergstaates oder überhaupt etwas Sonderbares gewesen sein. Ich weiß es leider auch nicht. Ich dachte, die gibt uns jetzt die Antwort, aber gut. Ach, wie viel Leid gibt es doch in der Welt. Ihr seid hoffentlich eine klügere Generation, als es die meine war. Zumindest Karl. So, was war das dritte? Mal gucken. Wir haben jetzt quasi nur noch das Ding. Wo sollten wir denn nochmal da mit hingehen? Vorbei. Hallo Tim, danke nochmal, dass du das Schwert so schnell zurückgebracht hast. Der Schaden am Knoten ist niemandem aufgefallen. Du machst dir ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Was ist los, Sportsfreund? Wir haben den Schatz gefunden, aber er bestand nur aus Produkten bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Jetzt hoffen wir, dass noch ein richtiger Schatz existiert. Sowas hätte ich dem alten Bering gar nicht zugetraut. Diese Musik. Wir wurden gerade mit dem Messer bedroht und bestohlen. Da kommst du hier rein. Interessierst du dich eigentlich für die Seefahrt? Weißt du auf Anhieb den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord? Ich hasse die Seefahrt, ich hasse Matrosen. Ach, ich tauche und segel ganz gern. Aber die Geschichte der Marine und so ein Kram liegt mir weniger. Nee, warte mal. Ich wette, wir gehen jetzt zu dem Neffen und da ist doch schon wieder irgendein Mist. Oh nein, der guckt schon so. Wir brauchen Ihre Hilfe, Herr Bering. Wir haben eine Schablone gefunden, die uns bei der Schatzsuche weiterhelfen könnte. Darauf befinden sich merkwürdige Klabautermann-Symbole. Das ist ja wunderbar. Ihr seid unbezahlbar, Kinder. Mein Großonkel hat mir einmal seine komischen Symbole erklärt. Nur her damit. Wusstest du doch, was das noch? Wo hast du die Schablone denn? Oh nein, nee. Wir haben sie verloren. Das muss auf dem Weg hierher passiert sein. Wenn sie nun jemand anders findet. Gerade habe ich auf der Straße diese komische Tuffig-Tieselmann mit ihrem Partner gesehen. Sie haben sich noch etwas gebückt und sich freudestrahlend davongemacht. Die Schablone in den Händen von Reportern. Nicht auszudenken. Wollt mich doch verarschen, was ist denn das? Wir holen sie uns zurück. Jetzt wird's aber albern. Jedes einzelne unserer Beweismittel wurde uns gerade entwendet. Das Stream geht gefühlt 10 Minuten. Für die YouTube-Mäuse, der Stream geht natürlich schon mehrere Stunden. So, jetzt die Frage. Wir wollten ja eigentlich uns telefonisch anmelden, aber mal gucken, ob wir jetzt doch hier reinkommen. Das sind die Profis ins B, absolut. Tuffig Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Da kommen wir nicht rein. Wir müssen wirklich telefonischen Termin machen. Toll. Ich dachte, ja, wir hätten jetzt so krasse Hinweise gehabt. Hallo Gabi, alles in Ordnung? Der Gedanke an diesen schrecklichen Frachtraum will mir nicht aus dem Kopf. Aber sonst bin ich okay. Ja, dieser dunkle Ort, wie es im Rätseltext hieß, hat uns alle mitgenommen. Nochmal Kantine bestaunen?
kann man immer noch nichts machen, ne? Lecker. Steht da ein Telefon? Was? Habt ihr da ein Telefon gesehen? Ich glaube nicht. Minigolfplatz, der ist eigentlich auch durch. Hat Gabi kein Telefonbuch? Was haben wir noch? Den Hafen haben wir noch. Da ist wieder der Bösewicht. Ist Ihr popeliger Ausflugsdampfer als Tarnung gedacht? Warum haben Sie sich noch nicht abgesetzt, Krabbe? Ja, Krabbe, den gehen wir jetzt so richtig an, du. Warum sollte ich? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Oder hast du irgendwelche Beweise gegen mich in der Hand? Das ist ein richtig harter Hund. Aha! Ich will da keine mehr uns machen. Können wir nochmal hinten hingehen? Nee. Oh, nicht so wirklich, ne? Löschen muss Essensreste in der Kantine essen. Das hättet ihr wohl gern. Ich dachte vielleicht hier auf dem Schiff irgendwie, aber... Sagt auch nichts. Oh nein, er ist wieder weg. Das ist doch schlecht. Ups, nein. Stopp, ich wollte hier zum Hafen. Doch, da ist er wieder. Was fällt Ihnen ein, Frau Seidlitz brutal zu überfallen? Vielleicht streitet er jetzt alles ab. Die Sachen aus dem Frachtraum mussten vernichtet werden. Wenn ihr zur Polizei geht, streite ich alles ab. Dann steht Aussage gegen Aussage. Ja, nur, dass wir noch mehr Zeugen haben als nur ihn. Beim Bootsverleih, also hier, das ist doch der, der uns da bestohlen hat. Aber wir können hier nichts machen, wir können das nicht zurückfordern. Haben Sie den Schatz schon gefunden? Kann es sein, dass sich der Nebel überhaupt nicht auflöst? Haben... Wer immer ihn entdeckt, an mir kommt er nicht vorbei. Mann, hier stehen alle wichtigen Personen oder alle, die uns beklaut haben quasi, aber man kann nicht mit ihnen reden. Schade. Hat Ihnen die Robbenjagd Spaß gemacht? Würden Sie mein kleines Glücksglöckchen gegen Berings Schatzkarte zurücktauschen? Oh. Wie? Es gibt eine Schatzkarte? Habe mir schon gedacht, dass diese Glocke Tinnef ist. Wolltet mich wohl reinlegen, hä? Wenn du deinen Liebespfand, Glücksbringer oder weiß der Geier zurückhaben willst, dann bringe mir die Schatzkarte. Okay, wir müssen, das ist wieder so eine Tauschnummer, okay. Ja, und er hat sie. Das ist jetzt natürlich... Wie kommen wir denn an den dran? Irgendwo... Wahrscheinlich müssen wir den noch irgendwo anders treffen. Treibt er sich denn noch rum? Der war auch hier schon mal. Selber eine malen? Ja. Kannte Ihr Großonkel das Washingtoner Artenschutzübereinkommen? Wissen Sie, welche Fracht Ihr Großonkel in erster Linie beförderte? Eine Zeit lang hat er Passagiere über den großen Teich geschippert, aber das war nicht sein Ding.
Am liebsten hatte er Ladungen, zu denen er im Hafen nicht "Beehren Sie uns bald wieder" sagen musste. Einfach in Wasser schütten, einen Moment abwarten und schwupps gibt es eine große Sauerei. Viel Spaß. Na, ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwo so eine Art Karte, die man geben könnte, aber... Nee, auch nicht so wirklich. Ja, ihr denkt es auch, eine Scherzartikel kaufen und eintauschen, aber es scheint hier nicht sowas in die Richtung zu geben. Gabi hier was in der mal. Truhe dir zum Lohne, Karte, Glöckchen und Schablone, ködern Krabben und Juche, leiten dich, wo Land ward See. Wie hilft uns das weiter? Wer hätte gedacht, dass TKKG so schnell mit dem Thema zu tun haben würde? Zwar stehen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen schon über 40.000 Tier- und Pflanzenarten unter Schutz, aber das ist eben nur Papier. Und Verbrechern wie Krabbe ist das egal. Bering scheint sein Handeln wenigstens bereut zu haben. Zeitschriften kann ich nicht mitnehmen. Ruhig Blut, Gabi. Nur nicht die Wände hochgehen. Dabei kann ich es kaum erwarten, diesen Gustav Krabbe im Gefängnis zu sehen. So schnell wird mich dieser Mann nicht los. Natürlich für Tierschützerin Gabi ist das jetzt ein besonders harter Fall. Hi Gabi! Sag mal, bist du sauer? Ja, ich habe gerade über die Wilderei und den verbotenen Tierhandel nachgedacht. Das macht mich total wütend. Das kann ich gut verstehen. Zum Glück gibt es Menschen wie uns, denen das nicht gleichgültig ist. Wieso sollte ein erwachsener Mann an den Klabautermann glauben? Worauf könnte der alte Bering mit einer Landkarte, einem Glöckchen und einer Schablone hinweisen? Das klingt nach einer Standortbestimmung. Ich sehe schon, ihr seid drauf und dran, einen richtigen Schatz zu finden. Bitte erwähnt unsere Milchbar, wenn euch bei Erfolg die Presse interviewt. Wie sollten wir das denn in den Satz einbauen? Übrigens, mein Lieblingsmilchbar ist der bekehrte Seemann. Den Frachtraum kann man nicht mehr betreten. Ich habe es eben schon mal versucht. Aber hier hinten kommst du nicht mehr hin. Der war ja da hinten. Wo ist denn Ihre Namensliste hin? Wussten Sie, dass die Gesuchten... Ja, das haben wir gefragt. Haben Sie schon einmal von einer Währung namens Moyer gehört? Okay, das ist offenbar auch noch ein Ding. Moyer? Bist du sicher, dass du eine Währung meinst? Onkel Lars soll in seiner Jugend eine Frau dieses Namens gekannt haben. Aber Geld? Nein. Aber Gabi kam doch als erstes an mit dem Begriff Moyer. Warum weiß die denn dann? Aber da musst du doch wissen, wovon sie redet, oder nicht? Was würden Sie sagen, wenn es sich beim Schatz nur um Plunder- oder Schmuggelware handelt? Ach, der Plunder passt ja gut hier rein. War Ihr Großonkel rachsüchtig? Richtig zornig habe ich ihn nie erlebt. Linsen. Gerade seine Gelassenheit war gefürchtet. Er wartete einfach ab, bis sich ihm eine Gelegenheit zur Revanche bot. Waren Sie kürzlich mal wieder bei Frau Seidlitz? Gibt es bei Ihnen auch exotische Tierprodukte zu kaufen? Waren Sie... Ach, das hat sowieso keinen Zweck. Wenn jemand das Vermächtnis meines Großonkels findet, dann ihr. Ja, wir müssen an die Journalisten ran. Die haben wir jetzt gesehen am Hafen. Da steht er wieder hier. Das Problem ist, wir konnten sie nicht anklicken. In der Kantine sollen die auch schon mal rumlungern. Da haben wir jetzt bisher ja noch niemanden gesehen. Die Fähre kann man leider nicht. Bei Tim? Steht bei Tim immer der? Warte mal. Nee. Ich glaube, bei Willi stehen die Journalisten immer da hinten. Wir gucken gerade nochmal. Ja. Gut, aber
Ja. Wenn ich nicht anklicken kann, bringt mir das ja auch nichts. Was geben? Nee, dann würde hier die diese Schachtel sein, dass ich da Sachen rausnehmen kann, aber kann ich auch nicht. Hallo Gabi, wollen wir uns eine Pizza bestellen? Ach, Klößchen, wie kannst du jetzt nur ans Essen denken? There we go again. Durch die Bescherung unter Deck ist mir der Appetit gründlich vergangen. Hey, wir sind doch die Guten, da müssen wir bei Kräften bleiben. Generell ist das na eine gut, gute Frage. Na gut, verschieben wir die Pizza eben. Hat das hier noch irgendwas zu bedeuten? Ist dieses Licht auf die Dauer nicht sehr anstrengend für die Augen? Nee, das geht schon. Irgendwann müssen wir doch bestimmt hier was drauflegen und dann. Doch dieser Tag ist nicht heute. Okay, jetzt keiner in der Kantine. Ja, die Karte abpausen oder sowas, ja, bestimmt. Oder Fotos, irgendwas mit Fotos. Wir jetzt hier. Gucken wir mal, ob sich irgendwas verändert hat jetzt. Nee. Eigentlich jetzt sind wir wieder beim guten alten TKKG. Also jetzt komme ich mir langsam wieder vor wie in einem TKKG-Spiel. Nachdem uns sämtliche Hinweise abgenommen wurden, haben wir das berüchtigte Tappen im Dunkeln wieder. Für jemanden mit Inlineskates wäre es ein leichtes, uns zu beschatten. Fragt sich nur, ob dessen Grips ausreicht, um die Sache mit den Münzen zu begreifen. Okay. Ja, mit Inlineskates machen alles wie schnell gehabt. Was ist denn jetzt hier? Leute, hier ist nichts mehr. Das Ding ist abgehakt. Habe ich irgendeine Location? Ist eine neue Location aufgetaucht? Und ich habe es wieder nicht gemerkt. Hafen? Hölle. Ja. Karlchen? Sind das jetzt hier wilde Vermutungen von dir? Ob Malek uns sogar hier nachspioniert hat? Okay. Aha, hab ich's mir doch gedacht. Komm, Malek. Wir wissen, dass du die Karte hast. Bitte gib sie heraus. Konnte man sich natürlich denken, wenn ich mit Karl zum Minigolf ich weiß gar nicht, wovon du redest, Klugscheißer. Wenn du so clever bist, dann hilf mir lieber, eine dieser bescheuerten Münzen zu finden. Dann machen wir halbe-halbe. Eine blöde Clique braucht ja nichts zu erfahren. Hier, was mache ich denn jetzt? Kann ich nichts hier anklicken. Jetzt nicht irgendein Klickfehler oder so. Ich könnte jetzt so die Karte hier rausnehmen.
Na los, Alter. Wir sind das absolute Dreamteam. Glaub mir. Da hockt er nun wie ein kleines Äffchen und ist verbohrt bis zum geht nicht mehr. Ja gut, dann kann wahrscheinlich unser Karlchen nicht viel machen, aber auch mit den Schlägertypen. So, Malek, rück die Landkarte heraus. Aber Dalli! Hi, Spargel-Tarzan. Glaubst doch nicht, dass ich so blöd bin, die Karte bei mir zu tragen. Nun, ich sehe sie dort. Das gibt's doch nicht. Tim auch nicht? Man muss für ihn die Münze finden. Die haben sie ja schon gefunden. Das ist ja das Problem. Vielleicht jetzt ein Mädchen. Wir brauchen mal ein bisschen. Schaden. Malek Daus, rück die Karte raus. Das hat sich gereimt. Was für eine Karte? Dass ihr Mädchen immer Gespenster sehen müsst. Das. Oder müssen wir erst eine von den Münzen wiederholen? Weil die sind doch da drin. Nee. Da bleibt uns nur noch Willi. Hier ist Endstation für dich, Malek. Gib mir unsere Karte. Ein Wackelpudding auf Beinen hat mir gar nichts zu sagen. Ja, Leute, was ist denn das? Brauchen wir dafür jetzt wieder was anderes, um mit ihm die Karte zu tauschen? Ist das sowas? Ja, Tarzan haben wir ja gerade probiert, also irgendwie. Kann hier nichts. Es wird ja immer, der Pfeil, Mauszeiger wird ja immer zu so einer Hand, wenn ich das machen kann. Oder irgendwie. Ist nichts. Kann auch da nicht ins Inventar gehen. Vielleicht wollen wir jetzt. So ein Messer oder so. Es zischt und erfrischt mehr als lieb ist. Dem armen Opfer ist alle Aufmerksamkeit garantiert. Wir können es auch nicht kaufen. Das Messer aus der Milchbar. Kriegen wir das nochmal? Nee. Kann ich dir etwas anbieten? Musik immer. Im Moment nicht, danke. Schade. Ich selbst knabbere schon den ganzen Tag Erdnüsse und kann einfach nicht aufhören. Greif ruhig zu, Willi. Ach, die muss man ja erst knacken. Das ist mir zu mühselig. Oh, wer ist so schlauer, dass er Nüsse knacken kann? Hallihallo, mein gelehrter und wissbegieriger Freund. Heute schon eine neue Chemieformel ersonnen oder Mädchenherzen höher schlagen lassen? Weder noch. Captain Behrings Vermächtnis hat allerhand zwielichtige Gestalten auf den Plan gerufen, die uns zu schaffen machen. Alles, was dir fehlt, ist ein bisschen Zerstreuung. Hey, kaum habt ihr mich über den Affenfaustknoten aufgeklärt, habe ich eine drollige Story aufgeschnappt über Eingeborene, die einen Affen lenken. Sag mir Bescheid, wenn du sie hören willst. Bei Gelegenheit. In Ordnung. Lang zu, Kali Charlie. Da bin ich vorsichtig. Viele Menschen reagieren auf Erdnüsse allergisch. Aber ich kann doch hier auch wieder nichts nehmen. Ich muss Malek töten und der Leiche die Karte abnehmen. Ja, das klingt wie nach einem DKG-Spiel. Was mache ich denn hier mit? Das gibt's doch nicht. Wie trickst man denn nun sture Affen aus? Kannst du dir Kapitän Behring als Tierquäler vorstellen? Höchstens im Kampf mit einer Seeschlange, einem Riesenkraken oder dem weißen Hai. Auf mich macht er immer einen beherrschten Eindruck. Aber das muss nichts heißen. Ja, die andere Story muss ich noch hören. Wie trickst man denn nun sture Affen aus? Also. Ein paar Eingeborene wollen in einer Dürrezeit ein Äffchen fangen, weil die wissen, wo es Wasser gibt. Die verstecken einen Brocken Salz in einer engen Felsspalte. Das Äffchen beobachtet sie und schwupps, langt es danach. Aber es kriegt den Köder nicht aus dem Spalt heraus.
Denn wenn seine Faust den Brocken umschließt, ist die Hand zu voll. Loslassen will es aber auf keinen Fall. Und so können die Eingeborenen das Äffchen gefangen nehmen. Wenn es seine Beute loslässt, ist es zu spät. Kennt man, ne? Wir geben den besten Köder für mein Äffchen Malek ab. Stimmt, bevor ich die Story hörte, konnte ich keine Erdnuss anfassen, das war klar. So, jetzt kommt das Äffchen. Ach, nee. Oh, mein Traumpartner glänzt durch Abwesenheit. Das kommt mir sehr gelegen. Warum kommt mir das gelegen? Legen wir da jetzt eine Erdnuss rein oder was? Auf ein neues. So, das ist tief genug. Okay, so, jetzt kommt der Trick. Also gut, Partner. Ich habe etwas herausgefunden. Im Sockel des Leuchtturms befindet sich ein zweites Loch. Ich würde mich nicht wundern, wenn darin etwas versteckt ist. Danke für den Tipp, Alter. Und jetzt mach die Fliege. Profis mögen es nicht, wenn man ihnen bei der Arbeit über die Schulter blickt. Wir sehen uns... ein Profi in Spee! Später. Wie, was ist denn das jetzt? Ich wollte die Karte klauen. Los, der ist weg. Wie vermutet, da ist die Karte. Mensch, warum bekomme ich es nicht heraus? Aha. So. Hier haben wir nichts weiter verloren. So, ist es abgehakt. Jetzt können wir nämlich zu dem hier. Ist Ihr popeliger Ausflugsdampfer als Tat? Warum haben Sie sich noch nicht abgesetzt? Wer hatte denn da angesprochen mit der? Das war doch eben eine. Was fällt Ihnen ein, Frau Seidlitz brutal zu überfallen? Ahnen Sie, was Ihnen Captain Behring mit dem Testament antun wollte? Behring war schon zu Lebzeiten ein Quälgeist. Zum Glück hatte er eine Mordsangst, sich selbst zu belasten und in den Knast zu wandern. Jetzt hat er versucht, mich mit seinem Testament öffentlich bloßzustellen. Ja, damit ist nun allemal Sense. Ja, wir gucken mal, ob wir die abpausen können. Also, Tim hat sie ja geklaut. Nee. Wir haben nicht die Option, die Karte hier rauszuholen. Dann müssen wir uns die jetzt einprägen. Macht mal schnell einen Screenshot. So. Da muss ich mit Gabi jetzt so? So? Nee. Hat Ihnen die Robbenjagd Spaß gemacht? Wie viele Tiere hat Lars Behring im Lauf seines Lebens getötet? Wer war denn das mit der Karte? Haben Sie den Schatz schon gefunden? Kann es sein, dass sich der Nebel überhaupt nicht auflöst? Das ist Karl, ne? Oder vielleicht wir fragen mit Karl, ob... So nachdenklich? Ich frag mich die ganze Zeit, wie Menschen so grausam zu Tieren sein können. Ja, das ist völlig unverständlich. Aber es sind nicht alle so. Sieh uns an. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Da sitzen wir ja schön im Schlamassel. Wir brauchen alle drei Gegenstände. Landkarte, Glöckchen und Schablone. Es wäre gut, wenn du dich um Malek kümmerst. Malek Daus hat einen Denkzettel verdient. Das haben wir doch gemacht. Ein alter Druck. Die Gegend kommt mir bekannt vor. Schade, dass man nicht erkennt, wie der Ort darauf heißt. Fällt Ihnen der Ort ein, in dem Kapitän Behring geboren wurde? Was könnte Gustav Krabbe mit dem Beweismaterial vorhaben? Es restlos vernichten. Ich habe den Verdacht, dass Kapitän Behring noch mehr gegen ihn in der Hand hatte. Gefälschte Frachtpapiere zum Beispiel.
Langsam verstehe ich den Aberwitz dieser Schnitzeljagd. Können wir da mit anderen Leuten auch nochmal nachfragen? Warte. Ich würde Ihnen gerne weiterhelfen, aber ich weiß mit der Karte beileibe nichts anzufangen. Na toll. Hm, gut. Was fällt Ihnen ein, Frau Seidlitz brutal zu überfallen? Ahnen Sie, was Ihnen Captain Behring mit dem Testament antun wollte? Ist Ihr popeliger Ausflugsdampfer alt? Warum haben Sie sich noch nicht abgesetzt, Krabbe? Jetzt hat er die Option gar nicht mehr mit der Karte tauschen. Hat Ihnen die Robbenjagd Spaß gemacht? Wenn man erst einmal Blut geleckt hat, kommt man so schnell nicht davon los. Okay, das waren. Na, hat das kleine Äffchen seine Erdnüsse bekommen oder sollen wir noch eine Banane drauflegen? Wusste ich doch, dass euer Streber eine Petze ist. Ich finde den Schatz auch ohne eure blöde Karte. Wart's nur ab! Immer noch keine Option für die Journalisten. Katine ist auch keiner. Kennt der. Ja, der Pfarrer. Hallo, Herr Pfarrer. Ich würde gerne Ihre Meinung zu einem kleinen verrosteten Glöckchen hören. Leider wurde es uns entwendet. Ein Glöckchen? Nun, wenn du es zurück hast, werfe ich gerne einen Blick auf euer Kleinod. Konnte Kapitän Behring gut tauchen? Oh ja, sogar noch bis ins Alter. Er kannte den Besitzer einer Yacht und ließ sich das Schiff gerne aus. Dann fuhr er raus auf den See und tauchte. Peter, ne? Natürlich war ihm das nicht mehr möglich, als es mit ihm zu Ende ging. Hat Ihnen Kapitän Behring gebeichtet, dass er mit bedrohten Tierarten gehandelt? Ist Kapitän Behring in Ihrer Kapelle getauft worden? Nein. Getauft wurde er in seinem Heimatdorf, in Elversbingen. Den Ort und seine Kirche gibt es ja nun nicht mehr. Also hat er sich nach seinem Schiffbruch meine Kapelle zum Beten ausgesucht. Das gibt's doch nicht. Sind Sie schon lange Pfarrer und finden Sie den Nebel auch so unheimlich? Die Feuchtigkeit sitzt mir in den Knochen. Aber ich will nicht wie ein altes Klageweib klingen. Flixt! Haben Sie denn keinen Friedhofsgärtner? Liegen auf dem Friedhof hinter der Kapelle. Haben Sie denn keinen Friedhofsgärtner? Ach, das bisschen Laubhaken tut mir ganz gut. Wenn ich verhindert bin, bleiben doch meine ehrenamtlichen Helfer. Meint ihr wirklich, man muss die Karte kopieren? Ich finde hier nicht die... wie man das machen sollte. Nee. Sei denn, sie macht das selber, aber auch sie macht es nicht. Wollen wir Gabi direkt ansprechen? Da sitzen wir ja schön im Schlamassel. Wir brauchen alle drei Gegenstände. Landkarte, Glöckchen und Schablone. Es wäre gut, wenn du dich um Malek kümmerst. Malek Daus hat einen Denkzettel verdient. Wie ich sehe, haben sie die Aktion abgebrochen.
Eigentlich sind mir nur die Zettel ausgegangen. Können Sie diese Gewässerkarten entbehren? Sicher. Nehmen Sie die beiden Karten ruhig mit. Sie zeigen unseren See. Eine behalte ich für uns und aus der anderen mache ich eine schöne Schatzkarte für unseren fiesen Gustav Krabbe. Okay. Hat sie das jetzt schon gemacht? Hat Ihnen die Robbenjagd, wie viele Tiere hat... Das muss man wahrscheinlich erst zu Hause machen, ne? Ah ja, so. Hallo. So, dann wollen wir für Krabbe mal eine Schatzkarte basteln. Wo soll das Kreuz hin? Voila! Auf zur Hafenpromenade. Da soll mich doch einer Kiel holen. Ihr hattet tatsächlich eine Schatzkarte. Siehst du, meine Kleine? Mit ein bisschen guten Willen geht alles. Da hast du dein Bimmelglöckchen zurück. So, Wenn Sie nicht so ein Schwein wären, würde ich glatt sagen, es war eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, das beschäftigt ihn hoffentlich eine Weile. Endlich kann der Pfarrer Tizian das Glöckchen zeigen. Der erholt sich nicht mehr, du. So. Das erinnert mich an meine Jugend. Solche Glöckchen waren ein beliebtes Andenken an den Ort Elversbingen. Es handelte sich um Nachbildungen seiner berühmten Kirchenglocke. Aber wer erinnert sich heute noch an Elversbingen? Haben Sie denn keinen Friedhofsgärtner? Liegen auf dem Friedhof hinter der Kapelle viele... Konnte Kapitän Bering gut tauchen? Könnte Kapitän Bering seinen Schatz in ihrer Kapelle versteckt haben? Ich halte es für möglich, dass er die Kapelle für einen Hinweis benutzte. Ansonsten war ihm die Kirche heilig. Das haben wir ja schon, wir haben ja die Münze da schon rausgefunden. Hat Ihnen Kapitän Bering gebeichtet, dass er mit... Was ist denn mit dem Geburtsort von Lars Bering passiert? Bering ist in Elversbingen aufgewachsen und zog früh in die Welt hinaus. Als er zurückkam, musste er feststellen, dass Elversbingen geflutet worden war. Der Ort musste Plänen für einen Stausee weichen. Aha. Alle Proteste der Bewohner nutzten nichts. Sie wurden umgesiedelt und Elversbingen versank in den Fluten. Wo es einst da war, haben wir doch die Lösung erstreckt sich heute unser See. Irgendwie, da hieß es doch, was früher Land war. Hör, 3 Münzen musst du finden. Oh, nee, stimmt. Willst du meinen Weg... Hä, wo habe ich das denn her? Wir hatten auf jeden Fall einen Tipp mit, was früher Land war, ist heute der See oder was? Okay, das ist auf jeden Fall Elversdingen ist genannt. Elversbingen ist gemeint, meine ich. So, jetzt gucken wir mal. Tja. Die haben jetzt nur noch... Klauschweine haben noch eine Sache. Klabautermann. Ja, stimmt, das kann sein, dass das der Klabautermann gesagt hatte. So. Da sitzen wir ja schön im Schlamassel. Wir brauchen alle 3 Gegenstände. Landkarte, Glöckchen und Schablone. Sag mal, Klößchen, könntest du dich um Tuffig Tieselmann und ihren Begleiter kümmern? Ha, wenn einer den beiden auf die Schliche kommt, dann wohl ich. Ja, wir sehen sie auch immer am Hafen, nur wie sprechen wir an? Oder können wir da noch was aus der Kiste ziehen, oder wie? Nee. Eine Sache haben wir noch. Uns.
manchmal in der Kantine, das ist ein Fall für mich. Ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, dass hier jemand tatsächlich isst. Also im Sinne von Dasein und auch Essen. Da war was. Ja, wahrscheinlich meinst du damit hinten das Schiff. Aber ich kann auch nichts machen. Das sieht die Rocket Beans Küche aus. Ja, ich glaube mittlerweile geht's. Aber ich kann es dir auch nicht so genau sagen, weil ich bin mir noch schon selten. Ja, die Journalisten haben eine Redaktion, nur wir, da kommen wir ja ständig nicht rein. Ich löse hier nochmal. Jetzt sag mir nicht, jetzt plötzlich geht's. Bestimmt befindet sich unsere Schablone hinter dieser Tür. Also mir reicht's. Falls ich Glück habe, klemmt sie bloß. Wenn ich mal so ganz zufällig mein Gewicht Richtung Tür verlagere. Flitter und Fang, Tobi-Dieselmann. Was kann ich für Sie tun? Holla! Oh, Donnerwetter! Von wegen Redaktion. Alles nur Tarnung. Paula Tuffig-Tieselmann und Egbert Fischer sind keine Reporter. Wahrscheinlich denken sie, dass neugierige Journalisten leichter an Auskünfte gelangen als andere Fragensteller. Flitter und Pfann, Tuffig-Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Keine Schablone zu sehen. Die beiden Gauner haben sie bestimmt bei sich. Wir müssen herausbekommen, wo sie stecken. Was sind denn das hier für... Paula Tuffig-Tieselmann alias Hera Stark und Egbert Fischer... alias Robert von Egbert. Tja, wenn Betrüger reisen. Die werden sich schon so manche Gaunereien geleistet haben. Kaum haben sie vom Schatz des Kapitäns Wind bekommen, träumen sie vom Coup ihres Lebens. Gab es nicht nur männliche Seeräuber. Vor rund 300 Jahren fuhren Mary Read und Anne Bonney als Piratinnen zur See. Getarnt mit kurzen Haaren und Männerhosen. Ihre sagenhafte Nachfolgerin Bernadette de Moyer trat im vorigen Jahrhundert schon viel selbstbewusster auf. Die meisten Experten sehen in ihr einen Robin Hood der Meere. Sie habe sogar ein Eiland besessen. Sie schmolz das erbeutete Gold ein und prägte damit die Inselwährung für alle Armen, denen sie Zuflucht gewährte. Den Moyer-Taler. Das behauptete Zeitzeuge Lars Bering. Seines Zeichens Kapitän und Alkoholiker. Als de Moyer hingerichtet wurde, blieb die Suche nach den angeblichen Vermögen jedoch ohne Ergebnis. Sollte das Geld je auftauchen, wäre es für Münzsammler und Historiker von unermesslichem Wert. Ich sage euch eins, wenn ihr mal in der Zeitung steht, ich weiß nicht, ob ihr beschrieben sein wollt als Sika Miso, seines Zeichens Kapitän, Chat-User und Alkoholiker. Ja. Ist, sein Lebenswerk. Sind Sie von Beruf? Ich bin Alkoholiker. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Kann man so in sein Profil schreiben, ist klar. Okay, ich kann aber keinen von diesen Ausweisen mitnehmen. Patent ABC und die 6. Flitter und Pfann, Tuffig-Tieselmann, guten Tag. Ich wusste doch, das ist ein Abspielding. Habe ich das nicht auch letztes Mal gesagt? Es ist doch zu dumm, dass das die ganze Zeit nur der Satz ist. Okay, ich kann einen Zwischenfall. Flitter und Pfann, Tuffig-Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Oder wir gehen jetzt mal wieder zu denen und sprechen die darauf an. Die können wir jetzt ansprechen? Nee. Fixt.
Können wir jetzt mit allen Leuten da rein? Nee, wahrscheinlich nur Veline. Sei denn, ist die Tür jetzt bei allen offen? Das würde mich gerade mal interessieren. Turfig Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Okay, keine Auszahl dazu? Na gut. Na gut. Ja, nur Willi kann rein, ne? Können wir mit Willi denn auch nochmal, können wir hier nochmal das Gabi sagen? Da sitzen wir ja schön im Schlamassel. Wir brauchen alle drei Gegenstände. Landkarte, Glöckchen und Schablone. Sag mal, Klößchen, könntest du dich um Tuffig Tieselmann und ihren Begleiter kümmern? Ha, wenn einer den beiden auf die Schliche kommt, dann wohl ich. Wir sind schon ziemlich auf der Schliche, aber wie kommen wir jetzt letztendlich auf die richtige Schliche? Was wird eigentlich aus diesem Schiff? Kapitän Behring hat bestimmt daraus, nach Ablauf der Schnitzeljagd ein Museum zu machen. Ob er die schrecklichen Gegenstände aus dem Frachtraum ausstellen wollte? Vielleicht zur Warnung an die Nachwelt? Er war sicher kein Unmensch. Können wir noch was anderes zeigen? Nee, nur die Karte immer. Ich würde Ihnen gerne weiterhelfen, aber ich weiß mit der Karte beileibe nichts anzufangen. Immer mit eurer Kantine. Es kann nicht sein, dass jetzt die plötzlich mal... Ah, unser Schwindlerpärchen. Charmant wie eh und je. Hey, sie haben die Schablone dabei. Was soll das überhaupt heißen? Nichtraucherecke. Ich rauche wann und wo es mir passt, Basta. Aber sicher, Liebchen. Ich war nur ein klitzekleines bisschen um deinen wundervollen Teint besorgt. Nichts für ungut. Ja, was mache ich denn jetzt? So nah und doch so fern. Will die sich jetzt hier hinter dem Busch versteckt? Wirklich? Ach, der hat das unter der Hand. Ah ja, okay. Ja Gott, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, vielleicht könnte jetzt das gute alte Brausepulver hilfreich sein, wenn wir das kaufen können. Die Musik geht einfach wieder ab. Es zischt und erfrischt mehr als lieb ist. Dem armen Opfer ist alle Aufmerksamkeit garantiert. Kann ich es kaufen? Ich hätte gern diese Packung Sprudelspaß. Oh, tatsächlich. Sehr gut. Gern. Und weil ihr Kinder euch solche Mühe gegeben habt, brauchst du nichts zu bezahlen. Oh, danke. Das Spiel macht ja wirklich jetzt mal so langsam Sinn, dass man hier sowas sinnvoll einsetzen kann. So, komm. Sprudelspaß rein damit. Hehe, gut so. Jetzt mache ich erstmal die Fliege. Die hören wir doch schon. So. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Uah. Jetzt auf zum Horrorladen. Mir kann man doch keiner erzählen, dass sich Willi von TKG gerade hinter diesem Busch hier versteckt, ungesehen seinen Arm hier hinstreckt, das Brausepulver reintut und von hier was nimmt. Ungesehen. Also wenn der nicht Heimlichkeit auf Heimlichkeit 100 geskillt hat oder mal ordentlich ordentlich mal eine 10 gewürfelt. Also kritischer Erfolg, ja. Also was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Prima, lass mal sehen. Die Klar-Bautermann-Gesichter sagen Folgendes.
Sich auf die Lippen beißen steht für Ankerverbot. Müde und erfreut bedeutet Hafen. Und die Schwimmweste weist auf eine Rettungsstation hin. Auf normalen Seekarten entspricht das übrigens den Zeichen Anker, durchgestrichener Anker und rotes Kreuz. Haben Sie schon einmal von einer Währung namens Moyer gehört? Haben Sie als Horrorfan keine Angst, dass Ihr Onkel als Geist aus seinem Grab steigt? Um uns dann alle mit einem Entermesser umzubringen? Gut, dass sich Lars Behring so nah nun auch wieder nicht stand. Sonst wäre deine Frage ziemlich daneben. So, kann man es jetzt kombinieren? Kann man die zwei hier kombinieren irgendwie? Oder die hier? Warte mal. Vielleicht mit Gabi? Kapitän Behrings Schatz befindet sich auf dem Grund des Sees. Ja. Wir müssen die Stelle herausbekommen und überlegen, wie wir dorthin gelangen. Na, aber vorher essen wir noch eine Kleinigkeit, ja? Ach, Willi! So, kann ich das jetzt mal hier hin tun? Ein Tal, ein Dorf und keine Ahnung, wo das liegen könnte. Erstaunlich. Die Karten zeigen die gleiche Gegend. Aber dann muss der Schatz in unserem See sein. Ui! So, jetzt das hier. So, wie war das? Den Verbissenen klabaute man auf ein Ankerverbot, den Erfreuten auf den Hafen und den mit der Schwimmweste auf eine Rettungsstation. Ich muss die Schablone drehen. Jetzt muss ich erstmal was erkennen. Wer ist denn hier erfreut? Der hier oben? Ach so. Moment. Willi Sauerlich Mastermind, ja. So, wie war das jetzt nochmal? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich bin einfach so lang, wie es. Warte mal, da Ankerverbot, Hafen und Rettungsstation. So, der Klabautermann zeigt auf die Gebäude von Elversbingen. Wenn Pfarrer Tizian recht hat, verweist das Glöckchen auf den Hügel mit der Kirche. Dort müssen wir tauchen. Jetzt fehlt nur noch ein passendes Boot. Hügel mit der Kirche. Dreh einfach so lange, bis das Spiel mir sagt, okay. So, wir brauchen ein Boot. Da ist doch diese eine Yacht doch schon mal nicht schlecht, oder was? Ich nehme nochmal diese Yacht. Ach, Liebchen, meinst du wirklich, das sei das richtige Gefährt? Ein Tretboot? Aber ja, Rollmops. Wäre dir nicht die Schablone abhanden gekommen, hätten wir Bernadette Moyers Beute längst gefunden. Lass diese Kinder mal machen. Die führen uns von ganz allein ans Ziel. Ich muss schon sagen, raffiniert. Klassische Bösewichte, die vor dem Feind ihren kompletten Plan besprechen. So, fahren wir jetzt hier mit, oder was? Ich habe mir gerade irgendwas von einem kleinen Boot gesagt. Na, Malek, alter Partner? Willst du mal eben ein Ruderboot klauen? Das auf dem Minigolfplatz war voll link von dir. Ihr seid mich noch lange nicht los. Ich finde den Schatz vor euch. So, wie kommen wir jetzt an so ein Boot dran? Also das einzige Boot, wo wir rankommen, ist hier diese Pepita, aber das ist ja wohl offenbar nicht gemeint. Vorher noch. Oh, hallo! Interessieren Sie sich für Boote mit Außenbordmotor? Ich bin ungern auf dem Wasser. Ich ringe mich erst zu etwas durch, wenn es was zu holen gibt. Ich meine, wenn etwas wirklich sehenswert ist. Falls ihr eine Bootspartie plant, würde ich mich gerne anschließen. Er will mit zu unserem Schatz. Wir können natürlich unseren Matrosen hier nochmal anholen. Interessierst du dich eigentlich für die Seefahrt?
Weißt du auf Anhieb den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord? Moment, Backbord ist in Fahrtrichtung die linke Seite des Schiffes, Steuerbord die rechte. Das ist wie bei meinen Uni-Prüfungen. Die simpelsten Dinge wollen mir unter Zeitdruck nicht einfallen. Willi vielleicht? Hat sich jemand außer uns für die Knoten an der Wand interessiert? Oh, wie schaffst du es eigentlich, ohne Punkt und Komma zu reden? Was ist denn das einfach für eine random Beleidigung? Hat sich... Ja, Gustav Krabbe. Der tuckelt sonst mit Touristen über den See und macht blöde Sprüche. Er hat sogar nach euch gefragt. Keine Angst, meine Lippen sind versiegelt. So, mit wem? Gabi hat so einen guten Draht zu ihm, ne? Wieso sollte ein erwachsener Mann an den Klabautermann glauben? Worauf könnte der alte Bering mit einer Landkarte, einem Glöckchen und einer Schablone hinweisen? Wieso? Aus dem gleichen Grund, warum Kinder mit der Geschichte vom Klapperstorch zufrieden sind. Man hat eine nette Erklärung für etwas schwer Vorstellbares gefunden. Wie kriegen wir den denn dazu, dass er da das macht? Interessierst du dich eigentlich für die Seefahrt? Ach, ich tauche und segel ganz gern. Aber die Geschichte der Marine und so ein Kram liegt mir weniger. Ja, den bräuchten wir. Und das zeigen? Es fehlt wie immer ein Trigger, ne? Weißt du auf Anhieb den Unterschied? Interessierst du dich eigentlich? Das hab ich ja schon. Ich frag es, ich reg es einfach. Kannst du dir Kapitän Bering als Tierquäler vorstellen? Wusstest du, dass Frau Seidlitz, Berings Sekretärin, überfallen worden ist? Nein, das ist ja schrecklich. Ich hoffe, das hat nichts mit der Jagd nach dem Schatz zu tun. Hätte ich hier noch was markieren müssen? Oder? So, wie war das? Den verbissenen Klabautermann auf ein Ankerverbot. Den Erfreuten auf den Hafen. Vielleicht doch. Und den mit der Schwimmweste auf eine Rettungsstation. Ich muss die Schablone drehen. Hallo? Hallo? Dreht sie nicht. Will es nicht. Kann es nur Willi? Ist abgehakt. So, wie war das? Den verbissenen Klabautermann auf ein Ankerverbot, den Erfreuten auf den Hafen und den mit der Schwimmweste auf eine Rettungsstation. Ich muss die Schablone drehen. Ich kann hier nichts mehr drehen. Ich glaube, das war schon alles okay. Muss die Schablone steile halten, oh Leute. Also manche Spiele haben auch solche Sätze, die prägen sich ein. Herr Krabbe sollte eigentlich Eugene heißen, ja. Haben Sie den Schatz schon gefunden? Kann es sein, dass sich der Nebel überhaupt nicht auflöst? Haben Sie den... Wer immer ihn entdeckt, an mir kommt er nicht vorbei. Muss ich mit allen hier noch mal gehen? Ist Ihr popeliger Ausflugsdampfer als Tarnung gedacht? Es kann ja nicht jeder eine Yacht besitzen. Wenn ich nur an den jungen Schnösel aus der Milchbar denke. Seinem Patenonkel gehört die Pepita. So, jetzt. Das ist eine Yacht mit allen Schikanen. Mit der ist er gestern sogar bei Nebel auf dem See gewesen. So, das wird doch wohl der Trigger gewesen sein. Das war doch wohl der Trigger jetzt. Fährst du öfters mit der Yacht, Pepita? Das hat sich wohl herumgesprochen, was? Die Yacht gehört meinem Patenonkel. Bevor der nach Amerika rüber ist, hat er noch ein paar Runden mit dem alten Bering gedreht und die Schlüssel danach mir überlassen. Als Leihgabe. Die Pepita ist eine Sonderanfertigung. Da wage ich mich sogar bei Nebel auf den See. Ihr von TKKG könntet sie vielleicht gebrauchen.
Ich leg dir mal den Zündschlüssel hin, Sportsfreund. Jo. Danke, aber. Du tust uns einen großen Gefallen. Der geht aber leichtsinnig mit seiner Yacht rum, sag ich mal so. Wow, ich darf mit einer Yacht fahren. Ich vertraue dir. Mein Patenonkel ist der gutmütigste Mensch auf der Welt. Aber wenn du seine Yacht versenkst, macht er bestimmt Hackfleisch aus mir. Nachdem wieder allerhand schwere Rätsel gelöst worden sind, haben sich unsere TKKG-Freunde einiges vorgenommen. In der Kiste dir zum Lohne, Karte, Glöckchen und Schablone. Ködern Krabben und Juche leiten dich, wo Land ward See. Endlich ergeben die Worte des Klabautermanns einen Sinn. Mit der Flutung des Dorfes Elversbingen vor gut 50 Jahren ist unser See entstanden. Aus Land ward See. Wir wissen jetzt auch, wonach wir im See suchen müssen. Nach der Kirche mit der bekannten Glocke. Dort hat Kapitän Bering seinen Schatz deponiert. Die eigene Währung der Piratin Bernadette Moyer. Sie war die große Liebe des Kapitäns. Und Bering hielt ihr Vermögen versteckt. Inzwischen ist es zu seinem eigenen Vermächtnis geworden. Aber ich wette, dort unten liegt noch mehr. Du meinst weitere Beweise, um Krabbe zu ködern? Darum ist er uns noch immer auf den Fersen. Den Trick mit der gefälschten Schatzkarte hat er bestimmt längst durchschaut. Andererseits, wer ist denn so verrückt, bei diesem Nebel auf den See hinauszufahren und zu tauchen? Wir! Wir natürlich! Die Pepita steht ganz zu unserer Verfügung. Mit ihr finden wir uns auch im Nebel zurecht. An guter Ausrüstung mangelt es uns nicht. Aber auch nicht an Gegnern. Ihr werdet sehen. Spätestens, wenn wir auf dem See sind, drücken uns Malek und Co. auf die Pelle. Egal, wer in unserem Kielwasser mitfährt. Ein Grund mehr, keine Zeit zu verlieren. Okay. Oh, Finale, glaube ich. So. Eine Seeschlacht. So, jetzt müssen wir wirklich gegen die antreten. Seht ihr, was ich sehe? Ein See? Der Ausflugsdampfer hat abgelegt. Krabbe hat einen verdammt guten Riecher. Damit dürfte der Schweinehund irgendwo da draußen auf uns lauern. Er selbst hat gemeint, es sei riskant, bei Nebel zu fahren. Wir dürften mit der Pepita im Vorteil sein. Das Schiff, ein Klavier, hört auf. Du musst auf dem alten Schifffahrtsklavier für Elise spielen, was du ja schon in Teil 5 Moment, gelernt hast. Moment, hier stimmt was nicht. Da fehlen Boote. Du hast recht. So, ich dachte, ein Tretboot, ein Ruderboot und eins mit Außenbordmotor. Knut Bering, Malek, Tuffig Tieselmann und Fischer. Das kann ja heiter werden. Wenn wir Glück haben, behindern sie sich gegenseitig. Den Ernstfall möchte ich mir lieber nicht ausmalen. Ja, würde ich vielleicht nicht gerade zu der Stelle fahren, die richtig ist, sondern von weiter weg dahin tauchen? Wäre das eine schlaue Möglichkeit? Unvorstellbar. Diese Yacht verfügt bestimmt über ein modernes Leitsystem. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Tja, wie ihr seht, werden Millionäre und Kapitäne im zunehmenden Alter immer schrulliger. Ja, oder jemand klaut uns jetzt den Schlüssel. Robbys Patenonkel hat sich mit dem alten Bering bestimmt gut verstanden. Drückt die Daumen, dass die Radaranlage ein noch nie dagewesenes technisches Highlight ist. Ruderboote und dergleichen liefern in der Regel kein ergiebiges Signal. Oh, machen wir jetzt wirklich Schiffe versenken? Könnte sein, aber ist das nicht zu makaber jetzt? Hey, wie komme ich denn? Fahre ich denn? Ah klar, das muss ich anklicken. So, Leute, sind wir startklar? Leute. Ei, ei, Sir. Wir haben schon angepackt. Willi will's hissen, sehr gut. So, wo ist der Schlüssel? Ahoi! Willkommen an Bord. Ich bin Klabauter, Ihr elektronisches Leitsystem für den Notfall. Sollte sich das Schiff auf Kollisionskurs befinden, ertönt folgendes Signal. Bitte weichen Sie dann manuell aus. Ich wünsche Ihnen Mast und Schotbruch. Scheiße. Was war das denn? Die Stimme klang genauso wie Captain Berings Klabautermann. Die Yacht besitzt einen Computer, der unseren Kurs trotz Nebels überwacht. Spätestens wenn er uns warnt, müssen wir am Steuerrad drehen. Wahrscheinlich ist Klabauter ein Vorläufer seiner Art.
Und Robbys Patenonkel hat ihm und Captain Berings Kobold die Stimme geliehen. Tja, eine Hand wäscht die andere. Jetzt heißt es aufpassen, wo ein Kirchturm aus dem Wasser ragt. Ach du Scheiße. Ist das der rote Punkt oder was? Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Wo muss ich denn hin? Check das gerade, wo muss ich denn hin? Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Ach, da oben links! Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Achtung! Testgebiet Ende! Bitte ausweichen! Achtung! Das Echolot meldet, Gewässer an dieser Stelle nicht schiffbar! Alles auf Halt! Da! Der Kirchturm von Elversbingen! Wir sind am Ziel! Guck mal, das war gar nicht so schwer. Jetzt sind deine Tauchkünste gefragt! Ei, ei, ja, Lady! Tim ist der Taucher, klar. Mara oder Wetten das? Ja, da habt ihr jetzt die Qual der Wahl. So. Sieht man jetzt mehr Schneebes? So, dann will ich mal runter, ehe uns noch jemand zuvorkommt. Wir waren der rote Punkt auf unserem eigenen Radar, ja. Gut, ich bin soweit. So, viel Glück, Tim! Okay, das ist ja ganz cool. Ich muss hier, was klicken. Das habe ich ganz verstanden, was ich jetzt hier mache. Zack. Zum Gedenken aller, die in der Ferne blieben. Ich werd verrückt. Die Beweise gegen eine Krabbe gehen vor. Ich tauche auf. Oh, Frachtpapiere, Krabbe. Jetzt Tim, hat er den Schatz da. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Was ist? Hast du den Schatz gefunden? Was ist denn im Umschlag? Doch gleich geklaut, ich weiß es doch. Eins nach dem anderen. Da unten ist eine ganze Kiste mit Mojetalern. Ein Vermögen. Und hier in der Hand halte ich den endgültigen Beweis für Krabbes Mitschuld. Jetzt könnte ich bei der Bergung Hilfe gebrauchen. Eingehendes Signal von Rettungsstation. Habe Eingang bestätigt und unsere Position übermittelt. Sie haben eine Nachricht. Hallo, ihr Schatzsucher. Ihr habt mir keine Ruhe gelassen. Wir haben gerade Gustav Krabbe abgefangen. Haltet eure Position. Ich komme mit einem Team an Bord. Robby, Ende. Juhu! 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 Ja! Die TKKG-Freunde Yay! Haben es tatsächlich geschafft. Jetzt soll die ganze Welt die Wahrheit erfahren. Nachdem wir alles über die verwegene Schnitzeljagd das erfahren war's haben, schon? Drängt sich nun die Frage auf, was macht ihr mit dem Schatz? Die Mojet-Münzen sollen ganz im Sinne von Kapitän Bering helfen, Unrecht wieder gut zu machen. Der Besitzer der Milchbar zum bekehrten Seemann hat sich aus Amerika gemeldet. Er weiß von unserem Fund und ist hellauf begeistert. Ja, das ist mein Patenonkel. Er möchte Kapitän Berings Schiff erwerben und ein Museum über das Leben Bernadette de Mojets und anderer berühmter Piratinnen eröffnen. Natürlich spielt dabei auch der Tierschutz eine Rolle. Einen Teil des Geldes werden wir sowieso dafür spenden.
wird Gustav Krabbe seine gerechte Strafe erhalten. Das wollen wir doch hoffen. In der Kiste befanden sich wasserdicht verpackt gefälschte Fracht- und Zollpapiere, die Handschrift Krabbes tragen. Frau Seidlitz hat ebenfalls Anzeige erstattet. Der Raubüberfall bleibt nicht ungesühnt. War da nicht auch ein Gaunerpärchen im Spiel? Tja, so ganz nebenbei haben wir Paula Tuffig-Tieselmann und Egbert Fischer auffliegen lassen. Die Polizei hat herausgefunden, dass die beiden schon seit Jahren unterwegs sind und als Trickbetrüger ahnungslose Bürger um ihr Geld bringen. Genau, aber wir haben noch etwas Wichtiges zu sagen und wollen damit ein Versprechen einlösen. Und das wäre? Beeil dich bitte, unsere Sendezeit ist gleich um. Wir möchten Robby danken. Ohne seine Hilfe hätten wir es diesmal nicht geschafft. Trinkt mehr Milch und besucht die Bar zum bekehrten Seemann. Ach ja. Okay. Das war's tatsächlich. Das war TKKG Teil 8. Und wir haben es in, tja, man kann sagen, Windeseile durchgespielt. Ich glaube, gestern haben wir irgendwie 2 Stunden gemacht. Und heute 1,5 oder so. So, das ist nächste. TKKG 9, Aufregung im Internat. Tibururu, ein Südseeprinz. Ui, okay, das wird interessant. Voodoo-Zauber ist das nächste. Also jetzt mal kurz zum Vergleich. Die anderen Finalspiele, sag ich mal, von TKKG, verglichen mit diesem hier. Das ist doch ein Witz. Stell dir mal vor, davor hast du dieses an dem Bahnhof gespielt und für Elise. Und ein anderes Kind kriegt einfach TKKG 8 und das ist das Finale. Das gibt's doch nicht. Teil 9 ist der letzte Teil der alten Reihe. Okay. Also quasi der nächste Teil sieht noch so ungefähr aus wie der hier und dann wird's ganz anders, auch vom Optischen. Also ich glaube, beim letzten Teil war das Finale auch schon recht einfach, ne? Also sie haben die ersten Teile richtig hardcore gemacht vom Finale her und dann irgendwann gedacht, okay, uns rufen ständig Eltern an, wo die Kinder angefangen haben zu heulen. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen einfacher machen für 8-Jährige. Ab Teil 10 sehen die dann noch anders aus. Okay, ich bin gespannt. Ich erinnere mich, dass wir nur das mit dem Bahnhof hatten, als Kind keine Chance. Ja, auch nicht nur als Kind. Auch als Erwachsener war das regelrecht unlösbar. Beziehungsweise hätte man das dafür ungefähr 20 Mal machen müssen und da war ich dann doch eher nicht dabei. Man hat diesen Teil schon angemerkt, dass er einen ganz anderen Vibe hatte, ja. Also auch überhaupt, dass öfter mal so Sachen, Hinweise gegeben wurden und sowas. Also das, ja, man merkt schon, es geht jetzt so langsam in eine andere Richtung mit Teil 8 und 9, mit Teil 7 und 8 bisher. Bin gespannt, wie jetzt 9 und 10 werden. Oder jetzt erstmal Teil 9 als nächstes, der noch ist wie diese ganzen hier. Es wirkt so, als hätten die Entwickler sich die Kritik zu Herzen genommen. Ja, aber dafür war das hier doch jetzt wirklich super einfach, ne? Es ist so das Typische von einem Extrem ins andere gegangen. So erst von quasi unlösbar zu, du musst im Grunde einfach nur die Taschenlampe an den richtigen Ort halten und dann hast du es. Also es ist, ja, das Spiel war eigentlich auf einem guten Weg, aber wenn das Finale viel zu einfach ist, dann ist es irgendwie auch ein bisschen nervig. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen könnte, welches von den Finalspielen vorher richtig, also sie waren halt entweder viel zu schwer oder viel zu einfach. Es war noch keins dabei, wo ich gesagt hätte, ja, das war eigentlich angemessen, sag ich mal. Auch, dass sie zwischendurch selber sowas sagen wie, und nun zum Hafen, ja. Absolut, das haben sie vorher auch nicht gemacht. Da musste man überall selber drauf kommen. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt Teil 9 der letzte Teil wird. Und wie sich dann diese ganz neuen Spiele gestalten. Wir werden es erfahren. Klavier. Ja, obwohl ich in der Situation des Klavierspiels
schon sehr, sehr genervt war davon. Im Endeffekt war es doch auch witzig, dass das so übertrieben beschissen war. Aber dass man es am Ende dann doch geschafft hat. Also irgendwie mochte ich doch das Klavier, auch wenn es für Achtjährige auf jeden Fall nicht zu schaffen war. Aber dieses Klavierende hatte irgendwie was. Ach, das Labyrinth, ach, dieses komische, ja, stimmt, bei diesem Hundekampf, wo man die Sachen rumschieben musste, das fand ich ein bisschen nervig. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden es demnächst erfahren. Aber für heute haben wir das TKG Teil 8 abgeschlossen. Und ich schicke euch mal zu einem kleinen Dota-Spieler namens FDP-Willi. So. Ach so, da muss ich jetzt erstmal wieder hier in Twitch reingehen. Wo seid ihr denn? So. Zack. So, bestellt schöne Grüße von TKKG. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob er in den Chat guckt jetzt, wenn er Dota spielt. So, was haben wir heute? Samstag. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Genießt es, spielt vielleicht ein bisschen Klavier oder geht tauchen. Aber lasst euch nicht kompletten Tascheninhalt klauen. Ich glaube, das ist immer ein guter Tipp. Macht's gut, auf der Flamme schwingen. Genießt das Wochenende. Macht's gut und bis bald. Ciao.